zum 40sten Nummer 40, wohl 40. Mit folgenden Gästen. Papau. Ja, ne? Ich bin ja andersrum. 40. Hallo. Was Hi. hast du da gerade gemacht? 40. War das? Ich glaube, ich glaube, er wollte eine 40 machen. <laughs> Oder ja. ist 04. Ich weiß es nicht. Nee, 40. Ja, ne, ist ja, okay. schon wow. ist 40, glaube <laughs> ich. Mach nochmal. Oh, ja, das fühlt ja, ja, sich, das, das zählt. Das geht das geht runter wie Butter. Schönen guten Abend, Leute. Schön, dass ihr da seid. Es ist mal wieder Sonntag, der zweite im Monat. Ist das richtig? Ja. Oder? Ja, ja. So, ist es ist Sonntag. Es ist Sonntag, der zweite, irgendwas. So, ihr wisst, ihr ja. wisst, was gemeint ist. Schön, dass ihr da seid. Der zweite Schnack im Monat. Der zweite Schnack im Monat, Der, 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 im Monat, der ja. vierte sogar. Ja, es ist also der, der letzte. Der der, dann ist der Monat vorbei. Also es, ist, äh, <laughs> es ist Sonntag. <laughs> Es ist Sonntag, okay. Fassen wir zusammen, es ist Sonntag und wir haben Plankenschnack, okay, Punkt. Und zu Gast haben wir äh, Schuh. Ich sag einfach nur Schuh. Was ist ihr, ihr Nickname? So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus mit Schuh. <laughs> Junge Dame. Ich, ich wollte es unbedingt loswerden, aber ich habe es mir selbst verhaut. also. <laughs> Ey, du hast es <laughs> le letztens angeboten. Ich hab das nur aufgegriffen, was du angeboten hast. Ja, weil das, was die ursprüngliche Idee war, noch viel schlimmer war als Schuh. Was war, denn, was war denn da noch? Flip-Flop. <laughs> Jesus-Latschen? Birkenstock. <laughs> 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 Sportschuh? Ich es nicht aussprechen, weil Dann versau ich es mir noch weiter. Wir, wir bleiben bei Schuh. Schuh ist gut. Okay, Schuh. Ich sag Joka. Schuh ist wundervoll. Hallo, Dankeschön, Schuh. schön, Sadi. Du machst dich sehr beliebt bei mir. <laughs> Die Frauen war das wieder. negativ? Nicht? Nein, das war kein Sarkasmus. Okay, Joka. Wirklich, Joka ist super. Wir, wir sind heute <laughs> übrigens auch in, in Männer- und Frauenriege getrennt. Frauen ja. auf der rechten, Männer auf der linken Seite. Mädchen zu Mädchen und Jungen zu Jungen. Chu, erzähl doch mal einen Schlag aus der Jugend. Wer bist du? Was machst du hier? Was willst du überhaupt da? Mach doch mal, also, stell dich doch mal vor. Ich glaube, die meisten kenne ich ja noch gar nicht. Äh, ich bin 19 Jahre jung. Ich bin Vollzeitstreamerin seit, ich glaube, eineinhalb Jahren, einem Jahr, circa sowas. Äh, ich habe mit League of Legends damals angefangen. Nennen wir das Jugendsünde. Ich habe damit auch wieder aufgehört. Äh, ja, und jetzt. Streame ich und bin seit neuestem auch bei AskSUS dabei. Das werden wahrscheinlich einige von euch eh kennen durch Dizzy. Und äh, ja, jetzt bin ich heute da, ich wurde eingeladen, ich habe mich sehr gefreut und freue mich drauf, mit euch ein bisschen zu plaudern. Und ja, ich bin sonst nicht sehr spektakulär. Ich diese viel. Fremdwerbung. <laughs> Was? In, in diese Fremdwerbung in unserem Podcast. Ja, oh mein Gott, es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie man sowas machen kann. <laughs> Verstehe ich nicht. Ich könnte. Wow. Du bist 19. Das mir leid. 19 ja, ja. Voll jung, oder? Du könnte fast dein Papa sein. <laughs> naja, fast aber ich nicht können, zum ersten Mal. Fast. Also ich glaube, Slabby, also ohne dir jetzt zu nahe zu treten, aber ich glaube, deine Wettbewerbsschwimmer waren zu dem Zeitpunkt noch nicht auf Olympianiveau unterwegs. Nee, das nicht. Aber die waren schon im Nichtschwimmerbecken unterwegs. Ja. Okay. Oh, wow. Nun gut. Oh, wow. <laughs> was spielst du denn jetzt so? Du hast ein Anfang. Wir müssen ganz schnell eigentlich, weg von hier. <laughs> ich ich, ich gehe ganz schnell weg von hier. <laughs> uh, eigentlich wirklich alles bis auf CSGO und League of Legends, da werde ich nämlich laufend gefragt. Relativ viel Overwatch momentan. Horizon habe ich momentan drin. Don't Starve <laughs> Together, auch wenn das keiner sehen will. Leider. Es ist ein super geiles Spiel. Um, was spiele ich sonst so? Ja, wirklich. Alles, was mir irgendwie unterkommt, worauf ich irgendwie Lust habe. BOV habe ich auch gespielt und ja. Außer Horrorspiele. Das versuche ich immer wieder und es ist super peinlich und ich mache es nie wieder. <laughs> nie wieder. <laughs> Bin da nicht so mutig wie Sally, die mit, mit einem Messer Resident Evil Gegner fetch macht. <laughs> das war nur einmal. Layers of Fear war ein Akt. War Hast du Tage gespielt? Ja, und ich war nach drei Tage ein Nervenbündel. Eine Katze ist um meine Füße gekommen und ich habe im Stream. Ah! <lacht> <lacht> zwei Tage nach diesem Spiel. Ja, also, ähm, nee, das vertrage ich nicht. Bin. Nein. Nein. Ich besser, ich habe noch kein einziges Horrorspiel fertig gemacht. Nicht? Echt nicht? Also, ich habe zwei oh. geschafft. Zwei, zwei, zwei habe ich geschafft. Also, wenn Resident Evil Outlast, dazu zählt, das zählt, das sind 2 Demo auch als fertiges Spiel. Wow. <lacht> Nein. <lacht> ja, dann nicht. <laughs> ich glaube, eine Demo zählt nicht unbedingt. <laughs> Lea Sophia kann ich nur empfehlen. Ja. Wie ist es euch denn so ergangen, Sali und Slabby? Ich muss, Entschuldigung, ich muss mir die Brille putzen. Ich habe das heute noch nicht gemacht. Mit Verzeihung, okay? Sonst super, sehe ich euch nicht. Super. Super, ja, super. Ich war die Woche, ich war kreativ. Ich habe gerade wieder angefangen, neues äh, Projekt in Handarbeit. Ich habe da gerade mega Spaß dran. Ich habe ähm, kleine Titel fertig gespielt auf äh, 100 Prozent. Da waren wir die Woche auch ganz fleißig. Also ich muss sagen, mir geht's super. Es kamen so viele Sachen auf Twitch, die mich gerade in den letzten Tagen so beflügeln und ich habe so ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am, mich am Freuen und Lächeln und ich habe gute Laune. Das ist super. Also mhm. mir geht's super. Du brauchst super Laune. Ich <laughs> bin geladen wie ein Schießbogen, oder? Ja. Flitzebogen. Flitzebogen. <laughs> ich freue mich da schon drauf. <laughs> wie eine Minigun mit 250 so, Schuss. Also bevor, bevor da dieser, ne, dieses Salz kam, das im Allgemeinen, oh, es ist so gut. Es sind gerade so viele tolle Sachen. Ja, dann nächste Woche ist Fantasy Basel. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird schön. Cool. Ja, das wird Ich schön. besuche dich. Yeah. Es wird prima. Ich freue mich sehr. sie kommt vorbei und wir gehen Burger essen. Oh, in dem wahrscheinlich besten Burgerbude der Welt. Ja. Yeah. Ich habe zwar noch nie da gegessen, aber ich, ich hatte schon. bevor dieses Restaurant. Oh, es wird gut. Ich werde berichten. Mm. Das wird gut. Das wird sehr gut. Ja. Slabby, Mir geht's gut. Ja? Kann ich klagen. Ich habe eine kleine ähm, Sinnkrise gehabt, weil ich ähm, nie Automata durchgespielt habe und jetzt erstmal wieder kein Spiel ähm, dran jemals ankommen wird gegen dieses Spiel. Ähm, aber bevor ich zu viel erzähle und Sally mir wieder sagt, ich soll rum, rum, äh, aufhören rumzuheulen. Ähm, hör ich auf. Aber ich habe ein paar lustige kleine Spielchen gespielt. Ein paar Indie-Games, die war, haben mir relativ viel Spaß gemacht. Ähm, und ein bisschen Musik habe ich auch gemacht. Und ich hatte ganz gute Wochen jetzt. Also, ich hatte Spaß. Schön. nicht klagen. Und ich habe mir bei Sally einen Igor bestellt. Du hast dir einen Igor bestellt. Ich habe mir einen Dann. Igor bestellt. Die Voodoo-Puppen. Ja. Ach so. Einen großen. Einen großen. Oh, wow. oh ich bin gerade so Thema gern kreativ. kreativ. Was? Ja, was? Was? Igos? Hey, das sind Helfer. Ja, Meister. Ein Igor. Ich baue auch einen Igor, aber ich habe mir nur eine dritte Hand gekauft. Was? 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 Ja, das, ich, das verstehen, das verstehen willst, nur Leute. Warum bin ich unmöglich? Was denn? Ja! Was machst Ich bin. Hast du aus Versehen eine dritte Hand an einen Igor dran gemacht? Oder? <laughs> was? Ich, ich weiß jetzt ich nicht, nicht, was Insider du mehr. meinst. Das war kein Insider. Nee? Ich hab's nicht nee. verstanden. Ich hab, nicht, ich hab auch nicht. Ja, das ver Nein, verstehen auch, nicht, ich hab nicht alle. Nicht alle. Wow. Äh, zwischendurch mal an die äh, Zuschauer gerichtet. Wenn ihr möchtet, ihr könnt äh, sowohl bei uns auf dem Twitch-Server im Hashtag Plankenschnack Fragen stellen oder auch bei äh, Twitter, auf die wir äh, später eingehen. Beides unter Hashtag Plankenschnack. Falls ihr irgendwen äh, irgendwas Dringliches äh, fragen möchtet, äh, ich denke, wir werden heute ziemlich lange über eine Thematik diskutieren, denn ähm, ich glaube, wir werden fast alles runter reduzieren auf die Geschichte, die von Twitch kommt, weil ich denke. Es ist etwas Redebedarf vorhanden. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir gleich so mit, mit reinhauen wollen, aber ich würde gerne wissen, was ihr die letzten zwei Wochen gespielt habt. Denn ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ja, das habe ich aber auch. Du hast gesungen und Gitarre gespielt. Ja, das habe ich. Ja? Freitag. Ja. Die Stimme ist ein bisschen eingerostet, kann das sein? Ja. Ein bisschen, ne? Ich aber war gut. Ist Frühling, ich habe Allergie. Ach bei so. mir kommt das anders als bei Sally, nicht ganz so extrem, aber man merkt es dann an meiner Stimme. Okay. Aber sonst hat es mir Spaß gemacht. I also, feel your brother. Wenn ich mal ein bisschen schiefer singe, mein Gott, dann ist mir das egal. Was habt ihr so gespielt? Was habe ich denn gerade? Ja, ich muss sagen nach, nach Horizon und so. Ich habe irgendwie keine Lust gehabt, gerade was Großes anzufangen. Ich habe so vieles, was, was gerade da liegt und gespielt werden möchte. Aber ich habe nicht so große. Ich habe ich hab Lara Croft Go, ein, ein, ein Spiel, was ist eigentlich für, ähm, Entro, also für, für äh, Mo Mobile gemacht worden ist. Das habe ich gespielt. Und äh, Ginger Beyond the Crystal, ein Adventure Jump and Run. Was echt, äh, was ich mir einfacher vorgestellt habe, als äh, wie es dann am Ende war, entweder bin ich eingerostet oder oder ich weiß nicht, wie Kinder manche Passagen da schaffen sollen. Das ist ein Ding hm. der Möglichkeit. Ich habe es dann aber geschafft und äh, einfach so Kleinigkeiten gerade. Ich bin äh, sehr, ich habe sehr viel Lust auf Kreative momentan. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich habe einfach gerade Lust, kreative Sachen zu machen und etwas weniger zu zocken. Ich freue mich auf nächste Woche Little Nightmares. Das ist ein Spiel, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ansonsten ähm, bin ich jetzt momentan etwas mehr kreativ. Okay. Joka? Ich versuche momentan dem Tilten aus dem Weg zu gehen. Deswegen wandere ich zwischen drei Spielen hin und her, die mich okay. alle gleichermaßen zum Tilten bringen. Äh, ich versuche noch immer auf Overwatch Platin, also in Overwatch Platin zu werden. No chance. Ich habe Horizon angefangen. Das Problem ist nur, seitdem ich Dark Souls 3 durch habe, bin ich, was die Bosse angeht, ein bisschen so auf. Ich stelle das Spiel auf Super Hard Mode und versuche irgendwie durchzukommen. Funktioniert eigentlich ganz gut bei Horizon. Das Problem ist, ich bin es nicht gewohnt, auf der PlayStation zu spielen. Ich habe sie noch nicht so lange. Und mit dem Controller schießen lernen war ganz super toll und lustig auf Super Hard Mode. War wundervoll. <laughs> und natürlich jetzt auch. Ähm, Don't Starve Together mit ein paar Leuten. Wir haben jetzt auch Viewer dazu geholt, weil wir, ich glaube, in acht Stunden Don't Starve Together kein einziges Mal bis zum Winter gekommen sind vom Herbst, und wir gedacht haben, wir suchen uns ein bisschen Unterstützung. <lacht> ähm. <lacht> ja. Und du, Dizzy? Ich habe nichts Großes. Ich weiß gar nicht, was ich gespielt habe. Ich weiß, auch, gemacht, ich weiß auch nicht, was, ich weiß, was er gemacht hat. Ich habe ja. aber gespielt. Gespielt kann ich mich auch nicht dran erinnern. Doch, ich glaube, du hast ähm, City, Skyline. City Skylines oh, hab hab gespielt, genau, ja. City Skylines. Ja. Oh ja, ich wollte Hitman anfangen, aber dann haben sie Hitman äh, kaputt gepatcht im letzten Patch. Echt? Ja. Oh. Und dann hatte ich nur noch äh, 30 FPS an manchen Stellen und das hat mich so ein bisschen äh, gewundert. Und ich dachte, ich krieg das gefixt und dann habe ich irgendwann Windows neu installiert im Stream. Weil ich mir gedacht habe, hey, das hat noch sonst kein Streamer gemacht, warum installierst du nicht einfach mal Windows neu? Warum nicht? Und dann hat sich später rausgestellt, dass das gar nicht das Problem war und ich umsonst Windows installiert habe. Und äh, ja, dann haben wir ja. City Skylines gespielt, ja. Aber das hast du hast jetzt eine neue Installation von Windows. Ja, ich habe frisches Windows drauf. Fühlt sich gut an. Läuft alles ziemlich gut. Vorher auch, aber naja, jetzt, jetzt läuft es besser. Fühlt sich frischer an. <laughs> Und äh, ansonsten baue ich eigentlich nur meinen PC zusammen. Aber das ist relativ irrelevant, glaube ich. Weil ich glaube, einigen kommt das schon außer Ort raus. Von daher lassen wir es heute lieber mal. Das Thema. Packen wir mal beiseite. Ich habe mich heute auch extra nicht so recht angezogen, um das so ein bisschen abzulenken davon. Ja. Ganz offiziell heute. Offiziell, ja. Ich habe mir gedacht, wir gehen heute mal fein aus. Ja? Wenn ja. wir schon mit äh, Damen zusammen am Tisch sitzen, dann äh, kleiden wir uns auch mal so ein bisschen vernünftig. Ich habe auch extra eine Kevlar-Weste dr unten drunter. Sieht man. Hätte ja. das mal jemand sagen können? Jetzt, ähm, jetzt bin ich hier die Einzige, die. Mir egal. Ich habe Schweinchenrosa an. <laughs> ja, an. Das würde ich, würd ich noch nicht mehr anziehen, wenn du. Mir... <laughs> Entschuldigung. Aber... Ja, ich hatte die Wahl zwischen, ich nehme ein gemütliches, weich, weiches Schweinchenrosa oder ich nehme ein dickeres, schwarzes T-Shirt. Aber ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Und es ist so warm, ich nehme lieber das Schweinchen rosa. <laughs> <laughs> Slabby, wollen ja. wir eigentlich die Twitch-News heute schon direkt hierher katapultieren? Weil ich denke, dass wir Plan, von dort man. an äh, besser, besser agieren können. Ich glaube, du weißt ja, wie du das ungefähr so. Ne? Ja, ja. ja, ja. Komm, Slabby jetzt. Wir Aber jetzt heute. Damit anfangen, oder soll ich auch noch kurz erzählen, was ich gespielt habe? Ja, ach so, hast du? Hast du noch? Du hast doch nie Automata gespielt? <laughs> du hast doch gesagt, du bist, ach so, du, ja, gut. bist in der. Ja, Ria hey, Mensch, Automata, bestes Spiel wahrscheinlich neben, neben Zelda Auto dieses Jahr. Was denn? <lacht> was? Weil <laughs> <laughs> ja, du so ein bisschen PMS hast, weil die Spiele zu Nix Ende. Nix PMS. Sind. Ich Doch, ich hab, du bist ähm, total am Posttraumatisches ja. äh, Stresssyndrom habe ich. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ja. <laughs> <laughs> ich bin leise. Hallo. Slappy ist die immer Spiele noch leise? Sagen Sie. Echt? Ich habe Slabby halt schon aufgedreht bis zum die Dachladen, Okay, ich habe noch mehr. Es irgendwann. wird nie wieder ein besseres Spiel geben. Na, das habe ich nicht gesagt, aber erst das mal. Nicht eigentlich über Horizon. ich habe Angst, dass es, es nie schwierig. wieder ein besseres Spiel geben wird. Hast du, das Horizon hast du schon gesagt. gespielt, Slabby? Nee, aber mag ich auch ja, nicht. Der, er mag es nicht. Er mag, mag Eloy nicht. Aloy nicht. Oh, die sind spiel zu. The Witcher 3, da haben sie auch gesagt, es wird nie wieder so ein gutes Spiel geben. Habe ich schon, habe ich auch gesagt. Dann spiel es nochmal. <laughs> Ach, zweimal. <laughs> Das ist ich würde dieses <laughs> Jahr auf jeden Fall noch mal spielen. Ich freue mich total auf äh, nochmal komplett Witcher. Ich habe ja. nämlich die Game of the Year Edition, hat nochmal einen eigenen äh, Trophy-Baum bekommen und ich kann noch mal komplett 100% erspielen. Also, ich ich freue freu, freu, <laughs> freu mich wie bekloppt. Oh. Also, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, mal Nier Automata zu spielen, weil es ist ein traumhaftes Spiel. Es bricht mit so vielen Konventionen, es ist nicht so ein 0815-Spiel, wie, wie es halt zuallererst aussieht. So, an der Oberfläche ist es halt wirklich so ein Spiel mit, mit Anime, Sexy Ladies und so. Und, aber wenn man einmal in der Materie drin ist, dann ist es fast komplett. Also, das hat mir so häufig den, den, um, den Kopf Spiel den explodieren Vorteil. lassen. Bitte? Spiel den Teil davor. Ja, aber da mag ich das Kampfsystem nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja. <laughs> jetzt, okay. Zu sagen. <laughs> <laughs> ähm, auf jeden Fall, ich kann also Sexy Brutal und Everything kann ich übrigens auch noch weiterempfehlen. Äh, das sind zwei <laughs> sehr, sehr gute Spiele. Gibt es auch auf der Playstation, kann man auch platinieren, beide mhm. ähm, relativ schnell, zumindest Sexy Brutal. Ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Also, so eine für ein Indie-Game, das glaube ich nicht so viel Budget hatte, hat es eine sehr, sehr gute Story. Und äh, lässt sich auch in einem Stream durchspielen, wenn man wirklich direkt am Anfang anfängt. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die beiden und everything ist so ein mehr philosophisches spiel also wenn man sich wirklich mit mit so philosophie themen im hintergrund ein bisschen beschäftigen möchte so ein hipster game wie wie uh, witness zum beispiel auch ich mag ich bin hipster aber es ist nicht für jeden <laughs> okay kann ich nur empfehlen so und dann die, die Twitch news würde ich sagen oder Du vergisst mir das. Ja, das ist wichtig. Du musst daran, du hast dich jetzt finde ich ohne jetzt hart zu schießen, du hast dich nicht weiterentwickelt. Komm jetzt Slabby, mach uns mal die Weiterentwicklungsansage von der Twitch News. Du musst jetzt du denk daran, Slabby, du musst jetzt du musst die Herzen ergreifen. Du musst sie an die Bildschirm, sie müssen sozusagen vor dem Bildschirm so Ich warte Slabby, komm, hau mich Du, 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 du nagelst mich hier gerade an die Wand. Nee. Ich mache einfach. Die Twitch News. Das war gut. Uh, das hat ja, mir das gefallen. War... Das ja. hat mir sehr gut gefallen. Tatschen mit alle? Ja, ich fand das super. <laughs> okay, wundervoll. <laughs> Glück gehabt. Okay. Normalerweise machen wir sie ja ganz am Ende, aber da sie so von ähm, essentieller Wichtigkeit sind mhm. heute. Vor allem ein Punkt, nein, zwei Punkte, ähm, ziehen wir sie heute mal vor. Und zwar fange ich mal mit den unwicht, relativ unwichtigen Sachen, den Kleinigkeiten an, sagen wir es mal so. Ähm, wo wir gerade bei Hipster Games waren, schöne Überleitung. Kentucky Road Zero ist noch bis morgen kostenlos für Prime-Nutzer, ähm, steht denen zur Verfügung. Das ist ein ganz schönes Click-and-Play ähm, Roadtrip-Game. Ist noch nicht komplett abgeschlossen, das tun sie mittlerweile seit, glaube ich, fünf Jahren oder so. Äh, ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber ich habe damals den, das erste Kapitel gespielt und es war interessant. Also wer gerne Click and Play spielt, äh, Click and Play. Click and äh, Point and Click meine ich. Habe ich echt die ganze Zeit Click and Play gesagt. Ne? Ja. <laughs> ich, hab, ich wollte schon fragen, was Adventure. ist denn ein Click and Play? Aber ich habe gedacht, ich bin heute zu Gast, ich will mich nicht zum Idioten machen, dass ich das nicht <laughs> kenne. Deswegen lässt du mich zum Idioten machen, natürlich. <laughs> Danke. Ich habe hab das in meinem Kopf richtig verstanden, Slappy. Ist nicht so schlimm. Point and Click Adventure Road Trip Game. Kann ich empfehlen. Ich habe es auch gespielt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, dann, das wird ähm, die Yoka bestimmt interessieren, die vergangenheits joker ähm, In der League of Legends Kategorie <laughs> gibt es neue Optionen. Und zwar. Können, kann man sich wenn man tatsächlich League of Legends guckt ich guck's nicht deswegen wäre es mir <laughs> nie aufgefallen wenn ich nicht selber gelesen hätte woanders ähm, kann man sich jetzt die die ähm, League of Legends Streams halt sortieren lassen nach A Rang des Streamers also welchen Rang ich glaube da gibt's so Diamant und Holz und sowas ne glaube ich also Bronze, das Silber, äh, Bronze Gold, Silber Gold Platin, Gold, Platin Diamond, Diamond Challenger ja genau das heißt da kann man sich die Streamer danach ähm, sortieren lassen und äh, nach dem Champion, der gerade gespielt wird. Das ist also, cool. Also die Vergangenheit, Joker freut sich gerade. Ja, das, <laughs> ah, das ist schon cool. Was, mi was mich interessiert ist, ob dann vielleicht noch die anderen ähm, Kategorien, nicht nur League of Legends, auch sowas bekommen. Das wäre ja dann mal interessant, wenn das jetzt da reinkommt. Und League of Legends ist, glaube ich, immer noch das Höchste, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, nicht, ja. Meistens zumindest genau. Und ähm, dann könnte es ja sein, dass andere Spiele das dann auch bekommen. Bei das könnte ich mir auch gut vorstellen, zum Beispiel, dass man auch das mit den Charakteren vielleicht bei Hearthstone auch reinbringt. Ja. Aber. Genau. Und Blizzard ist ja auch schon verbunden mit der Twitch-App, also sollte das eigentlich nicht so großartig das Problem werden. Überprüfen das, Sie das dann mit der Elo, die du angibst. Weißt du das? Ich glaube, du musst dich da anmelden. Kann man das machen? Okay, weil ich sonst also du kannst ja, nicht einfach nicht eingeben. <laughs> ja, ja, nee, du kannst nicht einfach eingeben, ich bin hier äh, Diamant oder Platin oder sowas, sondern das wird dann auf dein, mit deinem ähm, Account verbunden und dann ah, okay. sieht man das dann. Wollte ich gerade sagen, das wird doch bestimmt äh, an den Accountdaten ausgelesen. Sonst kann da ja. Kann ich ja auch hingehen. Alle Challenger. Ja, <laughs> ja oder bei Counter-Strike, die Maps einfach. Mhm. Das gibt ja, ja schon. Gibt es ja schon mit den Maps bei, bei Counter-Strike, ja. Genau. Finde ich ganz interessant. Finde ich gut. Mm, ja. Der Chat ist jetzt in Clips mit drin. Das, das ist heißt, sehr geil. Wenn man geil. Einen Clip aufnimmt, das ist sehr geil. Sieht man dann gleichzeitig das ist den richtig Chat. Ich gut. Weiß jetzt nicht, ob die, ähm, ob die, Latenz mit drin ist, also ob die berücksichtigt wird und dass quasi das so ankommt, wie es bei dem Stream angekommen ist, nicht so wie bei dem Chat angekommen ist. Versteht, ver ja, ihr versteht, was ich meine? Aber das mhm. ist genau richtig. Ich habe schon geguckt. Okay. Ja. Genau. Das finde ich ganz cool. Ähm, und dann läuft aktuell, genau das ist vielleicht noch wichtig, aktuell läuft das Ludum Der 38. Das ist ein Game Jam, bei dem die äh, guten Freunde von uns, von den Pixel Maniacs äh, dran teilnehmen. Äh, unter anderem und ganz viele andere. Ähm, da kann ich euch direkt mal den Link dazu in den Chat schreiben, denn ähm, das ist eine eigene Kategorie, nicht Kategorie, sondern eigene, eigene Community, ähm, unter denen die Leute dann halt streamen. Das heißt, da sitzen Entwickler, kleine Indie-Entwickler, die äh, innerhalb, also von Donnerstag, glaube ich, hat angefangen bis Montag äh, ein Spiel entwickeln. Das ist ziemlich und, cool. Davon gibt es ziemlich viel ja. von diesen Events. Und, das ist also super interessant. Lösung, der zum Beispiel ist ja damals auch ähm, dieses moshpit game von den, von den ähm, Pixel Maniacs entstanden, aber auch äh, Chroma Gun. Chroma Gun. Das ist ganz interessant. Kann man mal einschalten. Ja, das waren die Kleinigkeiten. <lacht> <lacht> Komm, kehren wir mal in, 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 in den Graben. In den Graben, in den Schussgraben. Die, ab, back to the front, Freunde. Äh, zieht euch eure Kevlar-Helme an. Jetzt wird's äh, kommt das. Ja. Das neue Subsystem wurde angekündigt. Für Streamer, also für Partner Streamer, warum ich jetzt extra Partner sage, das, da kommen wir gleich zur Sprache. Ähm, da ist einiges angekündigt worden. Also man konnte sich jetzt als Partner äh, für eine Beta anmelden. Die wird voraussichtlich morgen losgehen. Ähm, nach und nach werden dann einzelne Partner eben dafür ausgesucht und und die konnten sich da quasi bewerben und ähm, werden dann eben damit freigeschaltet. Die größte Neuerung ist, dass zu den Prime- und den 5-Euro-Subs oder 5-Dollar-Subs, sagen wir es mal so, weil Euro ist noch ein bisschen was anderes, 5-Dollar-Subs noch zusätzliche Subtiers Sub -Tiers dazu kommen, und zwar 10-Dollar- und 25-Dollar-Subs pro Monat. 9,99 das heißt und äh, 24,99. Ja, <laughs> danke. Plus VAT in Europa, Plus Deutschland. VAT, genau. Ähm, ich nenne sie da einfach halt mhm. halber mal 10 und 25 Dollar. Subscriptions. Ähm, das heißt, wenn ihr einen Streamer habt, den ihr ganz besonders ähm, unterstützen möchtet und den ganz toll findet, dann könnt ihr auch äh, im Monat statt den 5 äh, Dollar halt auch 10 oder 25 Dollar bezahlen. Das ist dann auch monatlich. Äh, das ist dann auch ein anderes Tier. Also eine andere Stufe von Sub. Von Sozusagen. Ich weiß nicht, ob die dann ein besonderes, ähm, eine besondere Badge bekommen. Ich glaube nicht. Hm. War da, glaube ich, nichts ah. angekündigt, zumindest ja. vorerst. Genau. Badge nicht. Genau. Aber. Aber <laughs> pro Stufe bekommt man, bekommt der Partner, also der Streamer, bekommt halt jeweils einen extra Slot äh, für die Emotes. Das heißt. Für hm. diese. Nein, diese, der, der, also der 995, der bekommt, oder 999. Ja, genau. Der hat ein Emote, was er benutzen kann, die keine anderen benutzen können. Ein extra Emote, ein, ein, ein Geschenk. Und der 2499 bekommt das vom 999 und hat auch noch mal einen, also hat zwei Plätze als als Super Prime. Also er hat ähm, als Dankeschön für diese Unterstützung hat er die Möglichkeit, also man hat die Möglichkeit, diesen Unterstützern zwei zusätzliche Emotes zu geben zu den Emotes, die man eben ganz normal im Chat benutzen kann, die nicht abgezogen werden oder so, sondern zusätzlich. Wenn der Streamer diese auch nutzt, sollte man dazu ja. sagen. Ja. Ähm, dann im Zuge dessen werden die Emote-Stufen auch überarbeitet. Du hast noch nicht gesagt, wie die zählen. Das, das, kommt, das cool. kommt ja jetzt. Das kommt also. ja jetzt. Ähm, oder? Ja, ja, genau. Nein, ich wollte erstmal das mit den Emote-Stufen okay, ja. sagen, damit ich das dann halt da dran hängen kann. Mhm. Äh, und zwar, noch mal, bis jetzt war es so, ähm, es gab ganz wenige Stufen, ab denen der ähm, Streamer eben neue Emote-Plätze, Emote Slots freigeschaltet hat. Äh, die waren am Anfang relativ äh, häufig, häufig gesät, aber so ab den 100 Subs, die der Partner dann hatte, dauerte es ziemlich lange 15. bis... Dann, genau. Es gab nur 15 Stufen. Ja, genau. Ähm, das heißt, wenn du 100 hattest... 100 Subs kriegst du, glaube ich, ja, sehr... Nee. Da bekommst du 8, glaube ich. Acht, ja, genau. Bei 250 dann 10. Zehn. Genau, das ja. heißt, du musst dann von 100 erstmal bis zu den 250 warten, bis du dann weitere zwei Slots bekommst. Das wurde jetzt überarbeitet. Das ist wesentlich schöner, auch für die Partner. Also alle Partner ah. im Prinzip. Ich kenne keinen, der nicht einen dazu bekommt, mindestens. Äh, manche bekommen vier nur oder nur fünf eine. oder acht Slots. Ähm, neue. <laughs> Das ist es sind cool. halt 50 Stufen jetzt. Ja, 50, ja. Das, ist, das, ist, so das cool. ist sensationell. Die Kleinen haben 15er Schritte. Es ist das ist so mega, mega, mega toll. Weißt du, wenn du so, wenn du ein kleiner Streamer bist und du hast halt noch nicht so vieles und, und dann denkst du, oh, erst bei 100, weißt du, dann kriegst du erst wieder welche dazu. Und ja. nach 100 kommt er halt mm. erst bei 250 und danach erst wieder bei 500. Ja. Und jetzt sind da solche kleinen Stufen im unteren Bereich eben 15er Schritte und das wird dann langsam mehr, dann irgendwann sind es 50er Schritte und dann werden es mal 100er Schritte, aber es ist ja. sehbar, es ist etwas greifbares, so nach dem Motto, man kann sich freuen auf ein nächstes Emot und ich finde das sensationell. Ich finde das so toll. Ja. Und es gibt noch viel mehr für die, also die, die, die Anzahl wurde auch erhöht. Ja, ich glaube, genau. was auch noch also, verändert wurde, was super cool ist, ist, dass du die Mods jetzt immer bearbeiten kannst. Das ist ja das nächste Wundervolle. Genau. Weil bis jetzt, also ich zum Beispiel, ich hatte 500 Subscriber, ich bin runtergestürzt, ich kann meine Mods nicht mehr Verändern, mhm. die sind jetzt da. Wenn ich sie rausnehme, sind sie weg. Pech gehabt. Mhm. Und jetzt ist halt so, wenn du eine Zahl erreicht hast, eine von diesen Stufen, dann bleibt das. Dann hast du das freigeschalten und du kannst das so viel, wie du möchtest, verändern. Das ist halt super cool. Dann kannst du zum Beispiel zu Ostern oder zu Weihnachten kannst du eine Mode austauschen oder so und das zum Beispiel jetzt an Events anpassen. Das finde ich super cool. Das war früher auch so. Das, früher. Das, das ging früher. Ach, das also viel früher wahrscheinlich. Ja, ja, viel mhm. früher ging das auch. Also da war, war das genau dasselbe. Also, da, da also schön, das dass das ich ich zurück ist. Das wusste ich auch mhm. nicht, dass das irgendwann weg war. Aber ja, es war scheinbar weg. Ja, ja. Also wenn ja. du unter die Schwelle gefallen bist, dann waren die halt weg, genau. die E-Mails durftest du behalten. Aber wenn du neue E-Mails hochladen wolltest, musstest du halt die Anzahl löschen, die Also ich zum Beispiel habe neun, weil ich irgendwann mal 250 hatte. Jetzt bin ich halt unter 250 und ähm, müsste halt zwei rausnehmen, um einen neuen hochzuladen. Ja. Als Beispiel deswegen genau ähm, das ist sehr schön jetzt bleibt das nämlich und jetzt darf man das auch ändern das heißt sobald dieses äh, diese stufe erreicht ist bleibt die auch ähm, die besonderen subs also die die 10 euro und nee, 10 dollar und 25 dollar subs zählen äh, auch mehr für eben diese stufen äh, die du freischaltest das heißt ähm, der prime und der 5 dollar sub bleiben halt für die gelten einfach um, der 10-Dollar-Sub gilt doppelt mhm. für zwei um, Subs. Und der 25-Dollar, und das ist interessant, obwohl der nur das Fünffache ist, sozusagen, gilt sechsfach. Und das finde ich cool. ziemlich cool. Ja. Episch. Ja. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir, nur irgendwie 50 Subs hast, aber alle davon sind 25-Dollar, jetzt im Extrem gedacht. Uh, Subs, dann hast du halt super viele Emote-Slots trotzdem freigeschaltet. <laughs> Wie ist nicht zusammengerechnet <laughs> Dann hast du halt was super denn? viele. Eigentlich von was, was soll ich denn jetzt zusammenrechnen? <lacht> <lacht> 50. Nevermath on Stream, sag mal. Bist du von vorgestern oder was? <laughs> ja, ich sag ja nur. Das ist wirklich ein großer Fehler. Oh, darf, ich mich, darf ich mich kurz freuen? Mhm. Oh mein. Ich krieg acht Plätze dazu. <laughs> Ist so cool. Es ist so unglaublich. Ich freue mich so darüber. Das ist so toll. Ja. Hast du da schon die zwei dazu gerechnet, die du noch bekommst? für 10 und 25? Nein. Also es sind es eigentlich 10. Die, die, die zähle zähl ich da noch nicht dazu. Einfach für all acht. Es sind halt. Das ist eine Zahl, die hätte ich mir selber, weißt du, da hätte ich tausend Subs haben müssen, um überhaupt ansatzweise in diese Richtung zu kommen. Mhm. So viele Emotes. Oh, ich freue mich so. Und ich freue mich für die ganzen Kleinen, die jetzt einfach viel mehr Emotes haben. Und, und ich meine, das, das macht doch so viel aus. Ich finde, das ist, oh, ich finde das so toll. Ich freue mich. Ich freue mich, freue mich, freue mich, freue mich, freue mich. Es sind 300, danke schön. Ich fand, ich fand, die, ich fand die 500 irgendwie schon so krass. Ich, für mich war ja ewig lang, ich hatte, ich glaube, das erste Jahr, wo ich, wo ich gepartnert war. Ich bin ja schon seit, ich glaube, 27 Monaten gepartnert oder so. Und ich hatte über ein Jahr lang immer nur so um die 120 Subscriber. Ich habe auch nie großartig irgendwie gesagt, von wegen, hey, ich hätte gern mehr oder was in die Richtung. Und habe mich dann halt mega gefreut, dass ich die 250 geknackt habe im Oktober und danach halt im Dezember die 500. Das war so ein einmaliges, es wurde halt gehypt. Und das war dann so, okay, ich habe nie gedacht, dass ich die 500 erreiche und die 1000 sind halt ja. Klar. Ja. Hm. So, hm. Und wenn du dann, wenn du dann diese 1000 schaffst und du denkst dir wow, ich habe das geschafft, dann sitzt du dann und denkst dir haha, 2000, hm? denkst mhm. du wohl. Und das ist halt irgendwie so cool, dass sie das jetzt für Es ist so fern haben. ab jeder Realität und jetzt hast ja, du diese komplett. Stufen, weißt du, wo du dir denkst so vielleicht. Ja, es und geht sich aus und oh cool und man kann schneller was zurückgeben. Cool, ich finde ja. es find's, ich find's großartig. großartig. Und es ist sehr gut für Twitch weil die Partner sind dadurch wesentlich äh, motivierter, motivierter. würde ich sagen. Guten Content zu machen, aber <laughs> gehen wir da noch nicht drauf ein. Nee, nicht guten Content, mehr <laughs> Nee, guter Neuen. Content, hallo. <laughs> hallo. Ähm, gleichzeitig gelten diese, diese ähm, Mehrfach-Subs eben auch als verschiedene Ränge in der App. So, Das heißt, das ist auch gleich in der App mit drin, das ähm, man den Leuten eben verschiedene Farben dann geben kann. Das ist ja in der App ein bisschen mhm. anders als in Discord. In Discord ähm, konnte man das nur mit Plugins, glaube ich, machen. Das heißt, die sind jetzt in, in, ähm, in der Twitch-App, hat jeder sofort, wenn er auf deinen Server kommt als Partner, sofort den Rang Sub, Follower, äh, Mod oder Sonstiges, je nachdem, wie du es halt im Chat eingestellt hast. Und ähm, du kannst eben zu den, den 10 Dollar und den 25 Dollar Subs andere Farben geben. So, die Leute suchen sich ja nicht ihre eigenen Farben aus ähm, in der Twitch-App, sondern das ist angehängt an die Ränge, die sie innehalten. Ähm, genau, das ist nur eine Kleinigkeit. Ich nutze die App, ihr glaube ich, manche von euch auch. Ja. Ja. Sehr intensiv ja. sogar. Ja. Sehr, das Ding Find ist sehr, mega. Sehr ja. Von daher, mega. das dann auch relevant. Ähm, neue Subs dürfen jetzt bald mit diesem System auch neue äh, Mitteilung schreiben. Das heißt, bis jetzt konnten immer nur die Resubs eine Nachricht schreiben in den Chat, also in dieses ähm, Fenster und ähm, hm. da reinhacken. Hey zweiter Monat, yay Sally hype. Ähm, das hm. dürfen jetzt auch neue Subs, so oh, wie ich das äh, gelesen habe. Das, also, das ist schön, ja. finde ich gut. Genau und sehr sehr schön finde ich. Man wird Subs jetzt auch verschenken dürfen. Um, heißt, ah, ein das User cool, ja. darf einen Sub kaufen und den an einen anderen User schenken und der darf diesen dann bei dir verwenden und ist dann auch Sub. Aber auch ich dürfte doch einen Sub kaufen und verschenken, oder? Das ist ja auch ein normaler User, dann müsste das doch eigentlich gehen, oder? Ja, klar. Das kannst, konntest du schon immer machen. Du bist ja, ja nicht weniger, du halt du das ja. Nicht weniger wert. Ja. Ja. Das mhm. finde ich übrigens sehr cool mit dem Verschenken. Ja. Das ist super. Ich wow. knack die 1000 Subs, die verschieben <laughs> einfach 800 Subs, ja. <laughs> wow. Wow. Das war eine Minusrechnung dann. <laughs> da hat einer in Mann nicht aufgepasst. <laughs> ich sah <zwar, lacht> es vor zwei Tage in Stüren. Ach, die 1000 sind. Ich meine, sie sind jetzt schaffbar, sie sind nicht mehr unrealistisch. Und danach schreibe ich Woche drauf, mache ich Donation Goal rein. Ich kann meine Miete leider nicht zahlen. <lacht> <lacht> wow! Meet to oh. mine. Ah oh, schön. Oh. genau. Wir können das, das habe ich gemeint, was Ron jetzt gerade schreibt, dass wir das per Klick dann irgendwann machen ja. können. Das, das, gibt halt dem, dem, dem Wort ähm, äh, Sub Giveaway eine ganz andere Bedeutung. Ich finde das <laughs> großartig. Mm. Ja. Das ist, das ist. Oh, ich freue mich da drauf, ne? Toll. Ja. Genau. Das sind die äh, Subtiers. Eine mhm. Sache, die ein bisschen kontroverser diskutiert wird. Was? Unter all den Sachen. Alles wird kontrovers diskutiert ja, von diesen beiden Punkten. Aber <laughs> besonders kontrovers, äh, nein, das nicht, aber ähm, ist, dass, dass, dass ähm, neue Emotes-Shots kommen für eben 10 Dollar bzw. 25 Dollar ähm, Subs. Die einen Streamer sagen, sie möchten da unbedingt die Slots füllen. Die anderen sagen, sie wissen es noch nicht. Und wieder andere sagen, ähm, sie machen es auf keinen Fall. Ähm, was haltet ihr denn davon, Sally? Lass uns Sally anfangen, oder? Wirst, wirst du? Wirst du? Ähm <lacht> <lacht> das ist so gemein von mir. Wow. Ich bin übrigens auf der unentschlossenen Seite. Ich weiß es nicht. <laughs> ähm. Ja. ja, auf der unentschlossenen Seite. Ja, also, ja, genau. Ich würde niemals Nein sagen, wenn mich das jemand fragt. <laughs> ich bin halt reingekommen, als wir heute angefangen haben und habe oh, dann mal gesagt, wie gefragt, sie lästert. Wow. Was im <laughs> Vorstream passiert, bleibt im Vorstream. Das gibt's ja wohl nicht. Wer macht das? Also, ich finde die Idee, dass man jemand, der, 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 der für diesen Monat etwas zukommen lässt, etwas zurückgeben zu können, großartig. Hätte ich die Möglichkeit, jedem Donator für, für den Monat, wo er mir einfach was donated hat, ein Emot zu geben, was er benutzen kann, als Dankeschön würde ich das machen. Ich finde das eine sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Art, Dankeschön zu sagen. Ich finde diese ganze Staffelung. Ich höre halt von Anfang an, Twitter hat gebrannt. Drei Klassengesellschaft, drei Klassengesellschaft. Sei entschuldige bitte. Wo bist du denn unterwegs? In den Channels muss ja schon eine Zweiklassengesellschaft herrschen. Und ja, und war die das Frage, die wir stellen sollten: In welchem Land bist du aufgewachsen? <laughs> das, ist schon mal, das ist schon mal erstmal, um dich kurz zu Meinst unterbrechen, du? in welchem Land bist du aufgewachsen? In ganz Europa herrscht eine Klassengesellschaft. In welchem Land seid ihr aufgewachsen? Die Menschen, die diese Frage stellen, wo zum Teufel seid ihr groß geworden? Punkt. Es ist halt, mal es wird schon drauf. so. Mm. Nein, das geht gar nicht, das kannst du nicht machen, dann sieht man das gleich. Du siehst bei jeder Donation, das wird, ne, wie viele zeigen das an? Da-da-da, hat eine Donation da gelassen. Mir ist so ein, so ein, so ein Sub für 9,95, das wäre mir, ne, bringt dich automatisch wieder nach oben, Richtung, neues Emote, yay! Ich finde das großartig. Ich finde es großartig. Wirklich, es ist eine tolle Sache, Dankeschön zu sagen. So eine Kleinigkeit, so. Und ich meine, man ist dankbar dafür, dass man so unterstützt wird. Ne? Und 25 ist ein Haufen. Und dann höre ich schon, naja, aber der, der sich das äh, leisten kann, ich finde das nicht in Ordnung, dass man das den Na anderen dann unter die Nase reiben kann. Ja, aber eine Donation, das ist doch, ich, ich verstehe diese, diese Äußerungen so, so viel nicht. Dieses, naja, ich, ich finde das aber jetzt nicht in Ordnung, dass man sieht, dass der dir Geld gegeben hat und wie viel. Das, in wie viele Streams wird angezeigt, wie hoch eine Donation ist. Geht das dann auch auf einmal nicht mehr? Ne, es ist eine Donation in Form eines Subs und man kann zurückgeben. Hier, guck mal, hast du noch ein kleines Emote dazu. Dankeschön für diesen Monat. Ob der nächsten Monat da ist, ist was anderes. Aber ich, 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 ich muss ganz kurz Pause machen, weil ich merke, wie, wie ich anfange mit... Hm, hm. Es ist, ich, ich kann das nicht verstehen. Genauso schlimm finde ich es dann, naja, wir, wir, wir nutzen das, aber, äh, aber äh, die, die Emotes nutzen wir dann nicht. Ja, dann kann man doch auch donaten. Warum? Ich, ich verstehe das nicht, warum man das nicht nutzen möchte, jemandem ein kleines Dankeschön zu geben. Es ist ein Emote. Und bei 25, es sind zwei zusätzliche Emote. Lasst mal die Kirche im Dorf. Das ist ja jetzt nicht, der wird ja da nicht. Ja, es ist halt einfach eine zusätzliche Unterstützung. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum so viele Leute da so dagegen sind. Ich finde, es hat schon ein Geschmäckle, wenn Findest ich das so du? sagen darf. Ein bisschen, ja. Aber, ich Aber kann wenn auch sechs nicht verstehen. Subs reinkommen, wenn sechs Leute reinkommen ja. und deinen Channel subben, ja. hast du dann ein Geschmäckle? Nee. Na, siehst du? Aber jetzt lässt dir einer in dieser Form. Ein, einen Zap da, der halt als sechs gilt, warum gibt das dann ein Geschmäckli? Oder wenn dir jemand 25 donatet, hat das ein Geschmäckli? Immer, ja. <laughs> Finde ich. Geschmäckli oder bist du dankbar? Ich bin dankbar, natürlich bin so. ich dankbar. Klar, und, aber ich möchte denjenigen dann trotzdem nicht besser behandeln als andere. wirst aber du ja nicht, du kannst ihn immer noch bannen und vollflaumen. Ja, mache ich ist, ja auch. Das ist was anderes. das, wenn du das nehme machst. ich mir auch raus. Ja, ja siehst du, und dann behandelst du ihn genauso wie alle anderen. Dann, dann behandelst du ihm genauso wie alle anderen auch. Ja. ja bloß ich, dann weil dann er jetzt zwei Emotes mehr hat. Es gibt Leute, ja. die haben gar nicht und die haben überhaupt gar keine Emotes. Ich habe Leute, die sind Ewigkeiten bei mir im Chat und denen sage ich genauso jeden Tag Hallo und unterhalte mich über alle Themen und nehme mir mehr Zeit. Das hat doch überhaupt. Also, ich ja. kann mir vorstellen, dass es eventuell in, in Streams, wo es allgemein so gehandelt wird, du, du bist kein Sub. Was sind das dann? Die Plebs? Ja. Plätze. Und nur die, nur die Subs, die sind was Besonderes, dass die eventuell die tollsten Emotes jetzt da oben reinstellen. Und das ist halt denen ihr Konzept. Ja. Aber ich weiß, dass. Äh, es gibt auch normale Streamer, die einfach mit, mit Content überzeugen und nicht mit, äh, ne, hier, 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 hier. Du bist doch sowieso nur hier, weil du die Emotes haben möchtest. Möchtest du da? Es ist halt so. Schmeckli, das musst du mir erklären mit dem Schmeckli. Ich finde, generell ist diese Diskussion um diesen ganzen Kram völlig hinlos. Soll doch jeder seinen Scheiß machen. Also, egal, ob es dir jetzt nicht schmeckt oder nicht, am Ende des Tages wird es das eine Lager geben, was sagt, okay, hey, ja, und die anderen sagen so, boah, geil, noch besser laut. Hose runter, beiden breit. Donation Goals, Sub Goals an, let's go! Es ist doch, es ist genauso wie immer. Es ändert sich nichts. Nur, dass eine Person freiwillig äh, sich nicht sechs Accounts erstellen muss, sondern das mit einmal machen kann. Und ja. davon gibt es viele. Ja. Davon gibt es sehr viele da draußen. Es gibt Beispiele, äh, wo Leute 200 Mal den einen und denselben Channel subscriben. Eine Person. Ich hatte davon, ja. Also, also es, ist im es ist im Endeffekt ist nichts anderes, außer dass man das den, demjenigen, der. Den, äh, den Streamer unterstützen möchte, das vereinfacht, indem er nur noch einmal drücken muss. Und das ist halt, wenn ich schon den Chat lese, da ist so ein spezieller Fall schon wieder so, so, ja, wir müssen, alles ist scheiße und wir sind alles, wieder, wir leben in Kommunen und Kommunisten und guckt aber es kostenlos gibt den Chat es guckt kostenlos Richtung. den Stream und zieht sich das ganze Entertainment rein und äh, ja, wir bezahlen unsere Rechnung auch nur von, äh, von Hosenknöpfen und leben von heißer Luft und so. Ähm, darum geht's aber gar nicht. Das ist halt, es ist, es ist, jeder kann das frei, jeder hat die Wahl, es zu tun. Und jeder kann doch das tun, was er tun will. Es ist doch völlig bescheuert und banal, sich schon wieder über so, so einen Quatsch aufzuregen und stundenlang über solchen Blödsinn zu quatschen und sich darüber aufzuregen, dass Leute 25 Dollar ausgeben oder dass sie zwei neue Boots kriegen. Ja, das sind halt Pixel und das Geld ist auch irrelevant. Denn es ist die Entscheidung desjenigen, der sein Portemonnaie öffnet und sagt, bitteschön, Slappy, 25 Dollar für dich. Die Mods sind mir egal, weil das ist meistens nämlich so. Nimm sie bitte. Und ich brauche nicht jeden Monat fünfmal mein Account erneuern. Bitteschön. Und dann ist das Ding gegessen. Mehr ist das doch gar nicht. Ja, mehr ist das dann doch gebe gar nicht. Ich euch auch recht. Wie gesagt, ich habe nur diesen Beigeschmack, aber der ist. Du nimmst jetzt auch schon Geld. Wo ist da, das, wo ist da der Beigeschmack? Ja. Wenn wir danach gehen müssten, dann können wir uns nackig ausnehmen. Ich habe kein Problem mit dem ganzen System. Mir geht es einzig und allein um die extra Emotes-Lots, um nichts anderes. Was ist denn oh. da für ein Beigeschmack? Ich kann ob, nicht du, das nicht verstehen. ob du jetzt also, einen normalen Sub hast und der deine Sub-Emotes kriegt und ein normaler Zuschauer da ist, ich nenne es jetzt mal, oder Zuschauer ohne Sub, der da ist und der hat die Emotes nicht. Das ist genau dasselbe jetzt schon. Das ist nichts anderes. Es ist genau dasselbe Prinzip. Und darüber hat sich auch jahrelang keiner aufgeregt. Niemand. Und jetzt genau auf einmal, auch. weil jemand zwei weitere kriegt, weil er dir nochmal 20 Dollar mehr gibt im Monat, das ist wieder scheiße. Ja, weil dann machen wir nämlich bei der zahlenden Kundschaft auch wieder Unterschiede. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in ein äh, Stangenrestaurant gehen würden und da bezahlt einer mehr, dann weißt du, wo die, wo die Lady tanzen würde. Wenn du verstehst, wie ich meine. Ja. Also kriegt doch derjenige genau dasselbe, die Aufmerksamkeit, die er verdient, nicht von dem Streamer, aber er kriegt noch ein kleines Goodie dazu. Vielleicht kriegt er noch so ein Appetitchen-Häppchen auf seinem Teller extra. Verstehe das Problem nicht. Es ja. ist genau dasselbe, als wenn du rausgehen würdest in, in den Laden. Es ist nichts anderes. Nichts. Es ist kein anderes Prinzip. Und ja. hier, warum ja. ist es hier scheiße und draußen in der realen Welt nicht? Ihr habt ja recht. Ja, also ich, ich kenne einige, die jetzt mindestens zweimal bei mir schon gesappt haben. Ne? Also mit einem Zweitaccount oder mit einem Drittaccount, das würde dann schon wegfallen. Ich finde das so großartig. Es ist, und man kann so einen kleinen, wenn sie dann schon Spaß haben an einem kleinen Emotion, ja, dann aber zu sagen, nee, ja, dass die jetzt da mehr, dass das eben geht, ne? diese neun oder diese 25, das ist in Ordnung, aber ich hätte die Möglichkeit, in so einen Emo zu geben. Nein, das gebe ich Ihnen nicht. Das hat, das hat einen Geschmäckli. Das finde ich eben schwachsinnig. Ich hoffe, dass ich die auch nutzen kann. Stimmt. Hoffentlich. Muss sie halt selber es abschreiben für Wollte 25 ich sagen, ja. <laughs> so. Ich glaube auch, dass diese ganze zwei klassen oder dass sich die Leute darüber aufregen. Das hat ja auch immer ganz viel damit zu tun, was der Streamer daraus macht. Wenn du bis jetzt so ein Problem nicht da hast und wenn dein Streamer bis jetzt jemanden, der Geld da lässt, nicht besser behandelt, warum sollte das jetzt passieren? Das ist ja. halt, warum sollte sich das jetzt plötzlich in die Richtung ändern? Und wenn du eh schon bei einem Streamer bist und dich das stört, dass das jemand macht, dann lass dort einfach kein Geld. Und geh halt zu jemandem, der es nicht macht. Das ist halt irgendwie so, es muss halt jeder für sich entscheiden, wer das machen möchte. Dann kann man, muss man sich aber, finde ich, prinzipiell dann, wenn schon drauf, also darüber aufregen, dass der Streamer das daraus macht und nicht, dass er halt etwas missbraucht, wenn man möchte, was andere Leute ohne das benutzen. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich mega auf die extra Amorts und mhm. wenn es nach mir ginge könnte man meiner also meiner Meinung nach könnte man auch ruhig eigene Sub, äh, sozusagen Icons für Leute hineintun die mehr zahlen ich finde das absolut legitim und absolut in Ordnung ich weiß nicht ich mache da nicht so einen riesen Tara und ich habe auch noch nie einen Viewer der mehr zahlt irgendwie ich bann all meine Subs gleich viel, wenn sie scheiße, also sie scheiße benehmen. Das ist bei mir kein Unterschied. Ich habe auch schon einige Subscriber permanent gebannt in meinem Stream, wenn sie sich daneben benommen haben. Auch Donator, das macht für mich einfach keinen Unterschied. Bei mir ist einfach, was das angeht, was sich die Leute erlauben dürfen. In meinem Stream ist es einfach komplett gleich und ich versuche auf jeden gleich viel einzugehen. Natürlich freue ich mich bis zu einem gewissen Grad mehr, wenn da eine Person da ist und sagt, hey, ich unterstütze dich noch ein bisschen mehr, weil ich, ich lebe davon. Ihr freut euch auch, wenn ihr mehr am Ende des Monats, wenn euer Chef sagt, du oh, bekommst Gehaltserhöhung, kann mir keiner sagen, dass er sagt, nee, danke, will ich nicht, ich möchte nicht in den Urlaub fahren dieses Jahr, nein. <laughs> äh, natürlich ist das da, aber ich, ich weiß nicht, ich würde da trotzdem anders nicht differenzieren und deswegen finde ich das eigentlich eine super coole Idee, dass man das so machen kann. Ja. Im Endeffekt beschweren sich sowieso nur Menschen, die eh noch nie Geld in die Hand dafür genommen haben und die überhaupt gar keinen Grund haben, sich zu beschweren, weil es ist am Ende des Tages immer noch alles kostenlos. Ihr bezahlt dafür nichts. Es ist freiwillig. Ihr könnt alles konsumieren. Alles. Alles umsonst. Alles. Ja. Den ganzen Tag, jeden Tag, <laughs> sieben Tage die Woche könnt ihr acht Stunden umsonst gucken und keiner macht euch einen Vorwurf. Niemand. Niemand macht euch einen Vorwurf, dass ihr es das umsonst guckt. Mm -mm. Ja, gut, Internet Aber ihr macht den Leuten glauben. Vorwurf, die davon theoretisch ihre Rechnung bezahlen müssen, was völlig Banane ist, weil ihr es immer noch umsonst gucken könnt. Ihr könnt ich, ich, I don't know, ich verstehe es nicht. Und das geht genau an diesen einen, der gerade im Chat da wütet wie ein Verrückter. Ich verstehe dich nicht. Du kannst alles umsonst gucken und beschwerst dich trotzdem noch. Du sitzt gerade hier und kannst dieses Format genießen, diese Unterhaltung. Wenn es dir nicht gefällt, mach es einfach, mach's aus, aber du kannst es für lau gucken. Und dass du beschwerst dich darüber, dass andere Menschen Geld in die Hand nehmen, freiwillig wohlbemerkt, weil sie das möchten und das unterstützen, damit das weiterhin läuft. Aber so weit, so weit denken die Leute nicht. Es, es tut ich mir leid, aber ich kann, das, ich kann sowohl die eine Seite als auch die andere Seite nicht verstehen, weil diese Aufruhe. Gibt es schon seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft. Ich sage nicht, dass das gut ist und dass wir das eventuell akzeptieren müssen, aber es ist dieses Prinzip, ist da, schon immer. Es ist ich verstehe, präsent. Ich ehrlich gesagt auch nicht, warum sich Leute schämen sollten, wenn sie nicht sammeln oder nicht donaten können. Das ist meiner Meinung, also weil ich das auch schon ein paar Mal gelesen habe, also jetzt mal ganz im Ernst. Wenn sich jemand schämt, weil er jemandem anderen kein Geld schenken kann, dann ist das nicht die Schuld des Streamers. Dann solltet ihr wirklich ernsthaft darüber nachdenken, warum ihr euch darüber schämt. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man sich wegen sowas schlecht fühlen sollte. Es ist keiner dazu verpflichtet. Wir freuen uns über jede Unterstützung, aber keiner ist dazu gezwungen, irgendwas zu zahlen. Und keiner von uns mag jemanden mehr oder weniger, nur weil er 5 Dollar mehr oder weniger oder auch gar nichts zahlt. Das Schönste ist, wenn ihr Spaß habt und wenn ihr... Oft vorbeikommt und das unterstützt genauso jemand, der viel da ist, viel schreibt und interagiert und dir eine Viewerzahl schenkt. Eine View ein Viewer mehr ist eine Möglichkeit mehr, in einer Twitch-Liste weiter oben zu gelangen. Das sind dann vielleicht schon zehn Viewer mehr und wenn du dann 100 Viewer mehr hast, dann kriegst du vielleicht irgendwo ein Sponsorangebot und dann hast du da auch eine Unterstützung. Das ist doch genauso viel Support. Es gibt absolut keinen Grund, warum man sich dafür schämen müsste, wenn man nicht zahlen kann, will, möchte, muss. Ja. Gibt's es noch ein Wort? <laughs> ich glaube, es wird mir noch sonst nichts weinen. <laughs> ich finde es nicht in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist eben, dass man den Leuten versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, ja, ähm, man, man, man bietet das an, ne? aber es gibt dann eben keine Emotes, weil wir sind ja alle wieder gleich. Man sollte nicht je le leben und leben lassen. Und ich finde es nicht in Ordnung, schon manchmal in, in die Köpfe dann so dieses... Schmeckli einzupflanzen. <laughs> ja, das ist, das gibt es halt. Ne? Das ist dann eben dieses Ja, und, und Twitch will auch was verdienen. Ja, Entschuldigung, es ist eine Firma. Ja, natürlich möchte die Nein, auch die wollen verdienen. Alle keinen, die wollen alle ihre Miete nicht zahlen. <laughs> ne? Klar will mein Arbeitgeber auch äh, Geld verdienen. Das ist ja auch in Ordnung so. Seit wann ist denn das, dass das falsch? Ist? Ich Leben und leben lassen. Ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Aber ich finde dieses Schlechtreden dann einfach, das, das ist unnötig. Soll doch jeder für sich selbst entscheiden. Ob er das möchte oder ob er das nicht möchte. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich werde auch bei anderen diesen, diesen Sub nutzen. Freue mich drauf. Ich nicht. Hm? Ich schon, aber <laughs> ich nicht mal mit zwei Accounts da rein. Kannst du mir nicht noch mehr leisten, dann noch bei, bei den einzelnen, den acht Leuten, bei denen ich sowieso schon gesubbt bin? Wenn ich überlegte, dass ich schon in Streams drin war und gesehen habe, es fehlt ihnen nur noch sechs oder sieben Subs ja, ne? ja, für, für, wow. für das nächste Emote freizuschalten. Komm hier, ne? Hm. Da, da, dann, dann mache ich halt den Monat. Und jetzt kann ich dann vielleicht sogar sechs, komm hier, haste. Dann mache ich das lieber als die Donation in dem Monat. Hier, guck mal, haste. Da hat er wenigstens noch was von. Kommt er wieder in die Richtung, kann wieder neue Emotes freischalten. Ich finde das super. Mir ist das Thema übrigens unangenehm, weil ich, ich habe, glaube ich, in vier Jahren noch nicht einmal über so viel, so viel über Geld geredet. Ja. Wir, wir kommen ja gleich zu einem Thema, wo wir den ähm, größeren Sellout dann wieder kaputt kloppen können, wenn wir wollen. Also, oh ja. Wir können uns ja gleich wieder noch, Absolution abholen, ja. Oh, Von ja. daher. Ich freue mich schon drauf. Hm. Ich musste gerade Fallballer küssen. So. So, äh, ja. Meine Meinung dazu. Ja. Meine auch. Sollen wir zum letzten Thema, also zum anderen Thema wechseln? Zum anderen großen Thema? Mhm. Hm? Ja. Bleib ruhig, Dizzy. Bleib ruhig. Ähm, es kommt. <lacht> <lacht> Wieso schreibt man, wieso schreibt man, Geld regiert die Welt? Wir leben in einer Gesellschaft, die aus fucking Kapitalismus besteht. Und jeder guckt, wo er seine Rechnungen und sein Geld herkriegt. Was ist das für ein, wie kann man sowas sagen in 2017? Dann zieh nach Timbuktu in den Wald und da hast du die Entscheidung, völlig umsonst zu leben. Leute, versteht doch mal bitte, dass ihr in dieser Gesellschaft lebt. Wenn ihr was ändern wollt, dann geht woanders hin. Dann geht woanders hin und lebt nicht im Kapitalismus. Lebt den Kapitalismus nicht. Und dafür gibt es genügend Länder auf dieser Welt. Aber nein, ihr habt das Internet, ihr habt eine Arbeit, ihr kauft euch dicke Rechner zum Zocken und ihr geht auch noch auf Twitch und guckt Leuten dabei zu. Und dann beschwert ihr euch darüber, dass wir im Kapitalismus leben. Wie scheinheilig ist das? Das ist absolut scheinheilig. Das ist der größte Bockmist, den es gibt. Dann bitte geh. Und lebe im Wald. Und dann kannst du das gerne jedem vorwerfen. Jedem. Und das vergesst ihr nämlich immer. Denkt mal an euren eigenen Arsch, bevor ihr irgendwelche Schüsse feuert im Internet. Anonym. Hinter irgendeinem Namen. Ohne euch hier hinzusetzen. Mit eurem Gesicht. Dankeschön. Bitte. Thank you. Jetzt kannst cool. du gerne weitermachen. Entschuldigung. Absolut. Twitch hat noch eine andere Sache angekündigt. Und zwar, um ähm, kleinere Streamer, die nicht Partner sind, aber vielleicht eines Tages überlegen, dahin zu wollen und die Ambitionen haben, äh, ein bisschen mehr Content zu produzieren auf dieser ähm, Plattform, haben sie das sogenannte Affiliate-Programm äh, angekündigt. Ähm, Moment. Ein großartiges das, Programm. Ja. Gott hätte ich das gerne schon früher mhm. gehabt. Ganz ehrlich. Null Neid. Ah, ich hätte es mir früher schon gewünscht. So etwas Großartiges. Soll ich einmal erklären, was das ist? Ja, bitte, ja, bitte. Steffi, erzähl es uns. Und zwar, erstmal, wer kann Affiliate werden? Äh, Twitch hat da eine schöne Übersicht. Ich schreibe mal den. Oh, Moment, jetzt habe ich ähm, Den Link schreibe ich euch mal direkt in den Channel. Da könnt ihr direkt euch angucken, ähm, was das bedeutet. Ich fasse mal zusammen, wenn ihr Streamer seid, der mindestens 500 Minuten in den letzten 30 Tagen gestreamt hat, heißt, was sind das, acht Stunden, achteinhalb Stunden, circa, ähm, in 30 Tagen, wenn ihr diese mindestens 500 Minuten auf sieben äh, einzelne Streams untergebracht habt, das heißt, ihr habt in den, im letzten Monat oder in den letzten 30 Tagen siebenmal gestreamt, Ihr habt äh, eine Durchschnittsviewerzahl von drei Leuten. Nicht 30, nicht 300. Drei. Eins, zwei, drei. Das kann jeder äh, nachzählen. Durchschnitt, <laughs> natürlich. Also, Doch noch ähm, mal 7 Stream. Genau. <laughs> <laughs> <No. lacht> ähm. Genau, drei, drei, richtig, richtig. Äh, Mathe hast du gesagt, ich musste kurz überlegen, was du gesagt hast. Ja, never math on stream, <laughs> habe ich jetzt meine eigene Regel. Ähm, <lacht> <gebrauchen>. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich habe mir überlegt, kann ich ihn jetzt aus dem Konzept bringen? <lacht> Großartig. <lacht> hast du? Also, so Mission accomplished, <laughs> Joka, Mission accomplished. Tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, drei. Das geht sich aus. Das klingt äh, und, und mindestens 50 Follower. So. Dann könnt ihr von einem au automatischen System, manuell, was dahinter steckt, weiß ich nicht, weil ich bin kein Mitarbeiter von Twitch. Auf jeden Fall könnt ihr, und nein, da müsst ihr euch nicht für be bewerben. Ihr sollt euch auch nicht dafür bewerben. Lasst Twitch in Ruhe, nervt sie nicht. Ihr werdet automatisch ausgewählt. Oder manuell. <laughs> weiß ich nicht, wie es genau läuft. Genau. Äh, ihr werdet ausgesucht und ihr werdet eingeladen per Mail. Zu diesem Affiliate-Programm. Das klingt jetzt nach wenig. Ähm, vor allem diese drei Viewer. Aber jetzt geht mal auf die Übersicht in Twitch und guckt mal, wie viele Leute, sagen wir in der League of Legends-Kategorie äh, oder in irgendeiner anderen, weniger als drei Viewer ha haben. Ich habe mal eine Zahl gelesen, dass das um die 50 Prozent sind aller Streamer, haben weniger als drei Viewer. Okay. Ich weiß, wie es bei mir war. Ich habe einen Monat gebraucht, um drei regelmäßige Viewer zu bekommen. Und diesen Monat habe ich durchgeballert mit Streams. Jede Nacht saß ich hier und habe gestreamt. Also es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten äh, Blick klingt. <laughs> ja, ich höre mit meinen Augen. Ähm, ja. Genau. So, was heißt Affiliate-Programm? Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Affiliate-Programm heißt am Anfang, es wird halt stufenweise freigeschaltet. Als allererstes, sobald es kommt, werden eben diese Affiliates ähm, die, die äh, Cheerbits bekommen. Das heißt, ihr könnt dann bei den cheeren. Das ist jetzt für, gerade für uns Deutsche jetzt nicht so besonders, weil in das Thema hatten wir ja schon ähm, zigtausendmal ähm, Bits werden in deutschen Landen nicht so wirklich genutzt, weil es A, schwierig ist, sie zu bekommen, man braucht eine Kreditkarte und B, man ziemlich viel obendrauf zahlt, um den Streamer damit zu unterstützen. Ähm, deswegen verzichten viele Leute in Deutschland auf die Bits. Das heißt, das ist die erste Stufe, die dann kommt, sobald das da ist, ist noch nicht so besonders. Aber danach kommt irgendwann zu einem TM, ähm, auch die Möglichkeit, bei eben diesen Affiliates zu subscriben. Das heißt, ihr könnt da euren Prime-Sub, euren 5-Dollar-Sub äh reinklatschen und eben diesen Streamer äh, unterstützen, obwohl der noch gar keinen Partner hat. Der wird dann ein Emote haben. Das ist jetzt nicht viel, aber er ist ja auch noch nicht so groß. Ähm und ja, ein. Das kommt dann halt dazu. Ich glaube, der wird keine, F ich weiß nicht, wie genau das dann abläuft mit, dem, mit der anderen Sache, dass die dann vielleicht 10 Dollar oder 25 Dollar Subs haben. Ich glaube, die werden nicht dabei sein, aber ähm, nagelt mich da nicht drauf fest. Ähm, was dann nicht. zusätzlich noch kommt, ist, dass man eben bei den Leuten ähm, die Spiele kauft und die Streamer dann eben unterstützt werden darüber. Das ist ja ein System, das es bereits gibt. Ähm, das heißt... Das habt ihr vielleicht gesehen, wenn der Streamer ein Spiel spielt, was ihr über Twitch kaufen könnt, ist unterm Stream ein Button, wo ihr es direkt äh, kaufen ka könnt. Da könnten wir eigentlich auch nochmal drüber quatschen, weil theoretisch. Müssen wir nicht heute machen, aber vielleicht in zwei Wochen. Fällt mir gerade ein, weil das ist auch so ein Gesprächsthema, finde ich. Ähm, und die werden dann eben daran auch beteiligt, an den Verkäufen, genauso wie an der Werbung, die bei ihnen geschaltet wird. Und ich denke, sie werden dann auch selber Werbung schalten können. Die drei Sachen, also Subs, Game Sales und die Werbung, sind halt Sachen, die dann noch erst kommen. Zuallererst Cheering. Jawohl. Ich habe im Chat mal äh, einen Link gepostet, also den zweiten. Der erste ist der komplette Blog. Der zweite ist ähm, die Auflistung, was jetzt jeder kann. Also Allstreamers, Twitch Affiliate und Twitch Partner. Da gibt es eine Übersicht, was, was kommt und was geplant ist. Und da kann, könnt ihr halt nachgucken, wer was dann theoretisch kann. Weil ich glaube, wenn wir alles aufzählen, dann dauert das eine Weile. Ja. Genau. Falls jemand was vergessen ist, hat. Und das ist großartig. Ich finde das super. Das ist sehr geil, ja. Das ist so toll, den Leuten die Möglichkeit zu geben. Es ist fantastisch. Ich finde das so toll. Ich habe mich schon gefreut, dass es mittlerweile leichter ist, Twitch-Partner zu werden, als es vor zwei Jahren war. Also, es gibt ja viel mehr neue Twitch-Partner, die jetzt überall sozusagen aus dem Boden sprießen. Und ich fand das schon ziemlich cool, weil, also ich kann mich erinnern, ich habe, um meinen Twitch-Partner zu bekommen, ich glaube, ich habe vier Anfragen geschickt oder fünf. Und ich musste bei League of Legends damals im Schnitt, ich glaube, zwischen 250 und 350 Viewer haben, damit das überhaupt gesprochen wurde darüber, ob das klappt. Und ich finde das super cool, dass es jetzt viel, viel früher geht, weil ich finde einfach, dass die Motivation, es ist viel einfacher jetzt da, oder was heißt einfacher, es ist, glaube ich, schwerer geworden, Fuß zu fassen, weil es viel mehr Streamer gibt und damit geht Twitch irgendwie ein bisschen runter und sagt, wir machen es euch leichter, da dann doch ein bisschen mehr auch selber mitgestalten zu können. Und ich finde das super cool, dass sie das gemacht haben und dass sie jetzt das auch noch reinbringen, das finde ich echt. Das ist, das ist schon super, weil so kann das echt für, für jemanden, wie auch schon Slavy gesagt hat, die meisten fangen einfach an mit, wenn du jetzt nicht irgendwie gepusht wirst von irgendwo oder du hast nicht vielleicht irgendwo schon irgendwie was aufgebaut, dann fängst du halt meistens mit zwei Zuschauern an und einer davon bist du und einer davon ist dein Chatbot und das ist halt, das ist ja. dann einfach cooler, wenn du dann sagst, ja. es, es ist halt wirklich so, und das ist halt dann irgendwie Hey, cooler, ich hab zwei das... Zuschauer. Ach nein, ich bin ja. ich und mein Bot. <laughs> <laughs> Exakt, ja? genau das. Und das ist halt irgendwie dann, glaube ich, cool, wenn man irgendwie was hat, wo man schneller hinkommt und wo man leichter hinarbeiten kann. Vor allem, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist ja ganz oft, dass Leute reinkommen. Ich würde dich gern haben, aber was hast du für Emotes? Und das ist halt cool, wenn man da auch schon was anbieten kann, ohne dass man gepartnert ist. Ich finde das echt super. Es ist halt eine Möglichkeit und es ist, ich glaube, es motiviert mhm. auch. Ne? Also ich, ich finde es großartig. Aber stellt euch vor, es gibt Leute, die finden das gar nicht toll. Es gibt, es gibt Streamer, verpartnerte Streamer, die finden das ganz schrecklich. Was? Die denken nämlich jetzt, dass, dass, dass ihnen Subs dadurch blöten gehen. Diese bösen Affiliates, die über die Grenze ähm, von unten nachkommen und uns die Jobs wegnehmen. Könnt ihr Was euch vorstellen? Was fällt denen ein? Wir müssen eine Mauer bauen. Es gibt Leute, die sich darüber aufregen, dass jetzt eventuell, nehmen wir mal an, ähm, ihr seid Twitch Prime, ne? also Amazon Prime, Twitch Prime, diesen kostenlosen Sub auf einmal nicht mehr bei... bei ne? Bei mir, sondern bei irgendeinem dieser kleinen Nicht-Partnern lässt, dass das jetzt möglich ist. Dafür hat man doch selber so hart gearbeitet, um Partner zu werden, und jetzt auf einmal kriegen die das einfach so. Es gibt Menschen, die regen sich darüber auf. Und das ist etwas, was ähm ich finde, das super. Ich werde mit meinem Pickup Truck vor den nächsten Affiliate ähm, Platz fahren. Die alle aufladen. Die können dann für mich kostenlos <laughs> arbeiten. Was? Was? Wir, wir, wir lachen jetzt gerade noch und ich, ich sage oh. das mit Absicht, weil jetzt wird gleich es wird gleich äh, oh, es wird gleich salzig glaube ich. Es ist halt einfach ich. Oh. Es ist, es ist halt immer das Gleiche. Es ist halt, Wenn so du dir schon darüber Gedanken machen musst, dann solltest du dir wirklich darüber Gedanken machen, was du überhaupt da fabrizierst. Da habe ich doch, ich habe doch keine Angst vor Konkurrenz. Ich habe doch keine Angst davor, dass jetzt, dass die Leute, oh mein Gott, ich kann hier Geld noch anders ausgeben. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, ja. Yeah. Also es gab auch schon ein Leben vor diesen Prime Subs, ne? Mal das weggenommen. Davon mhm. weg, also ich habe auch schon davor gestreamt. So. Aber wir sind doch darauf angewiesen, Sali. Ja? Auf diese Prime Subs. Wir ah. haben doch so hart dafür gearbeitet, um Partner zu werden und jetzt wollen uns diese Affiliates unsere Prime Subs wegnehmen. Ich muss plötzlich anfangen, Qualität in meinen Stream zu bringen. Hallo? Was? Kannst du dir das vorstellen, dass ich die Leute davon überzeugen muss, dass sie bei mir es haben? Was? Und nicht einfach nur da sitze und rumheulen muss, dass mein Leben so kacke ist? Und sie deswegen aus Mitleid bei mir es haben und mir Geld spenden? Ja, das ist schon, ich finde das so unglaublich traurig, wie man einfach Menschen nichts gönnt. Ich, mir fallen. Im ersten Moment, ich kann mindestens 15 aufzählen, ne? die eben keine Partner sind, die aber super regelmäßig streamen, die tollen Content produzieren und die sich ja mega bombenmäßig darüber freuen. Ne? Und irgendwann dürfen sie ihr eigenes Emot schon haben. Und, und, und ich freue mich so unglaublich für die. Und ich hätte es auch mhm. gern gehabt. Und jeder andere, der, der das nicht gönnt, der soll sich einfach verbuddeln gehen. Soll sich verbuddeln gehen. Geh dir, mach was anderes. Irgendwas anderes. Dizzy, was weg. hältst du denn davon? Ich glaube, ich will gar nicht ausholen. Das wird ein stundenlanger Monolog. Aber dafür sind wir gerade hier. Ja, Bitte. aber ich, will, ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem anderen Ding nochmal, das wäre noch eine Nummer mehr halt. Ich kann ja, diese ja, Entschuldigung... Deswegen äh, sind wir doch alle hier versammelt, um deinen Worten zu lauschen. Ich verstehe ja. versteh diese Menschen nicht. Ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist genau dasselbe wie die Leute, die gerne in den Wald wollen und... Äh, nicht im Kapitalismus leben wollen. Es ist halt einfach konkurrenzbelebt das Geschäft. Und äh, wenn dein Geschäft scheiße läuft, kriegst du halt kein Geld. Punkt. Ganz einfach. Logische Rechnung. Ganz, ganz einfache Unternehmersicht. Wenn wir das jetzt einfach mal so behandeln wollen. Mhm. Und ähm, prinzipiell die Leute, die rumjaulen, Entschuldigung, dass ich es das sage, ich, ne, ich nenne keine Namen, aber die machen sich überhaupt einen scheißdreck Gedanken über ihren Stream. Sie setzen sich hin, drücken Start-Stream und das war's. Und dann spielen sie ihr Spiel und denken, das ist das gewesen. Aber Twitch ist nicht nur sich hinsetzen und Computer spielen. Mm -mm. Man muss sich auch mal ein bisschen Gedanken machen, was man da fabriziert. Und wie man das fabriziert. Und dann braucht man sich auch gar nicht Sorgen machen, dass irgendwer weggeht. Und wenn es so ist, dann ist es auch nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn man einen Subscriber nicht hat. Es geht nicht. Das Ding ist halt, und das ist das Wichtigste, und das möchte ich jetzt gerade hier nochmal betonen. Und deswegen ist mir dieses Gespräch über Stunden äh, sehr unangenehm. Weil. Es ist viel zu sehr in, in allen und die ganze Quintessenz aus diesem heutigen Gespräch ist, dass das Geld viel zu weit nach oben gerutscht ist in der Priorität auf Twitch. Die Priorität ist viel zu hoch. Donation Goals, Sub Goals und jetzt noch das, dass sich Leute beschweren, dass ihre Subs weggehen. Warum beschwert man, wa warum beschwert man sich darüber, dass Leute weggehen können? Ja, ganz einfach, weil man scheiß Content macht. Weil man einfach ein scheiß Streamer ist. Punkt. Und das, das ist alles. Man ist ein scheiß Streamer. Punkt. Jeder kriegt das, was er verdient auf Twitch. Und das ist schon immer so gewesen und das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Bist du gut, kriegst du, kriegst du deine Subs. Nichtsdestotrotz ist doch die, ist doch die Prämisse, dass, dass jeder irgendwo sehr viel Zeit reinsteckt und ähm, keine Ahnung, nimmst du irgendeinen beliebigen kleinen Streamer, der super viel Zeit reinsteckt und auch wenn es nur zwei oder drei Leute sind, die ihm subben können, ist das doch geil. Für, die, für ihn ist das ein gutes Gefühl. Er kann, was, er, er kann was damit machen. Es ist jetzt so, dass das zum Beispiel jemand in meiner Größenordnung hat natürlich mehr finanzielle Mittel, Dinge zu schaffen, wenn man es denn macht. Andere Leute kaufen sich ein fettes Auto, da zum Beispiel. Aber äh, man gibt ihm die Möglichkeit, dass auch er was machen kann und das ist doch schön. Es gibt so viele, so viele Jahre meckern Leute rum, oh, wir kriegen nichts, wir kriegen nichts. Jetzt kriegen sie es und das ist doch schön. Und dann kommt wieder der andere der schon gepartnert ist der Volldepp und beschwert sich darüber dass jemand unten was bekommt von den Krümeln und es sind nun mal es ist wirklich schlecht gesagt aber es sind Krümel die er kriegt aber es ist doch schön es ist doch cool und das motiviert doch wieder menschen noch wieder weiter höher zu kommen und wisst ihr was das bedeutet wenn jemand hochkommt das sollte dich motivieren noch mehr zu machen damit du deinen scheiß behalten kannst und dann sollte man nicht verdammt noch mal neidisch sein, sondern sich hinsetzen und mal seine Rübe anstrengen und was machen, außer sich mit so einer Scheiße zu beschäftigen. Ich verstehe es nicht, warum sich Menschen Stunden mit so einer Pisse beschäftigen. Ich verstehe es nicht. Ich den ganzen Tag morgens aufstehen. Was mache ich die nächste Woche? Okay, was mache ich dann? Was mache ich dann? Was mache ich? Ich habe gar keine Zeit, auf irgendwen neidisch mhm. zu sein. Warum soll ich das auch sein? Ich gönn denen das. Es ist doch schön. Und wenn jemand sagt, und wenn es der, der bei bester Freund wäre und sagt, tut er sie hey, das ist, der ist gefällt mir gerade besser, na, dann soll er das doch machen. Es ist doch. Wir, ihr gehört uns nicht. Eure Subs gehören uns nicht. Nichts von, von alledem gehört uns eigentlich, weil ihr das für uns macht. Also, warum sollen wir uns beschweren, wenn jemand woanders hingeht? Und ich verstehe das nicht. Diese bekloppte, verkackte, versnoppte Neidgesellschaft, die können alle. Meinetwegen aus der Tür gehen, den Lahnstecker rausziehen und müssen nicht wiederkommen. Müssen sie nicht. Weil genau das das Problem ist, auf dieser ganzen Plattform, diese ewige, verkappte Arschneid, wo jeder. Nee, nee, das ging früher los mit, du bist ein Drecksharzer, jetzt geht's los, dass die Leute sich untereinander schon angehen, weil sie aufeinander neidisch sind. Und dann kommt noch, dass der Große ja auf den Kleinen neidisch ist. Verstehe ich nicht. Da ist die Tür, geh raus, zieh deinen Netzstecker und dann nicht wieder dankeschön thank you very much das war es mehr will ich nicht sagen oh. ich glaube du hast gerade alles auf den punkt gebracht was man dazu sagen kann da muss man auch nicht sagen <laughs> großartig richtig mach. gut es trifft mhm. einfach so gut deshalb dürfen wir vorher sprechen ja nee. wenn du dann danach so hast gut. du nämlich keine lust mehr so <laughs> Das hat er schon gesagt. Ja, ich, ich, ich hätte noch mal. Nein, das hat er jetzt auch schon gesagt. Aber. Ja. Okay. Nee, es, es stimmt einfach. Es ist einfach echt super gut. The problem might be you. Es ist es, immer. Nein, du. nein, 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 Wie kommst du auf die Idee? Wie es ist, ist es? immer. Immer. Und ich spreche aus Erfahrung, Leute. Ich war genauso früher. Und ich sage, ich gebe das offen und ehrlich zu. Ich habe genau selben Probleme gehabt. Vor, vor gewisser Zeit. Und ich kenne Freunde, die genauso lange streamen, die haben immer noch genau dasselbe Problem. Aber das musst du aus deinem Dreckschädel rauskriegen. Das musst du aus deinem Dreckschädel rauskriegen. Du musst was machen. Und das ist hier das Zauberwort. Was machen? Nicht quatschen, was machen? Dinge machen. Ob es jetzt dem einen gefällt oder ob es ihm nicht gefällt, aber du musst was machen. Beweg deinen Arsch, sei kreativ, sei, sei mal ein Streamer. Und nicht sei ein, ich habe ein Donation-Gold, ich habe einen Sub-Button und ich habe alle diese Knöpfe und ich verkaufe die ganze Scheiße. Nee. Mach mal was. Was sinnvolles. Content. Entertainen. Und nicht entertainen, weil eine Sub-Train durchläuft, sondern entertainen mal den ganzen Tag ohne. Versuch das mal. Und dann kannst du dich beschweren, dass vielleicht unten jemand, der auch nur für drei Leute jeden Tag seine acht Stunden runterreißt, dass er was dafür kriegt. Mhm. Und dann ist nämlich der Schweigefuchs da und dann kannst du ganz schnell... Ich habe noch so viel. Ich will gar nicht weitermachen. Ich will gar nicht weitermachen. <laughs> Entschuldigung, das machen wir irgendwann anders mal in, in Stream Only bei mir. Boah, das, die, das kotzt mich so an. Ich habe so mhm. einen Hals, Leute, den ganzen Tag, den ganzen Tag ja. schon, seit heute Morgen. Ja, ich auch, weil das einfach. <laughs> ist das geht auch, glaube ich, an die Viewer. Sollte man vielleicht auch mal kurz anmerken, so wenn ihr bei einem Streamer zuguckt, einmal okay, verstehe ich, jedem geht's mal schlecht und jeder sagt das mal und dann kriegt er halt Donations, Subs, sonstiges, ist auch in Ordnung. Aber wenn derjenige da ein halbes Jahr lang sitzt und jeden Monat erzählt er euch, wie schlecht es ihm geht, und dass er das so gerne machen würde und sich sonst bald einen Job suchen muss, Warum guckt ihr da überhaupt zu und gebt dem euer Geld? Warum lasst ihr euch überhaupt verarschen? Ernsthaft? Was sagt das über euch? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht? Wie man, wie man, das ist einfach eine gewisse Negativität, äh, Negativität, so falsch betont, die ich nicht die ich mir persönlich niemals in meinem Leben angucken könnte, nie. Ich verstehe, ich verstehe, dass man nicht immer nur positive Quellen sehen möchte und immer nur ähm, Heimatfilme guckt und so und auch mal über, oh, über die nicht Welt. das sollte Bei meinem Papa ich waren Heimatfilme früher mal was anderes. Das war ein Codewort, verstehst du? Ja, Entschuldigung, ja, das, das ist bei mir dann zu Hause so. mit der in, der in dieser braunen Tüte Ja, zu Hause ja, 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 okay. Können wir anderes Wort dafür? Wenn waren die braun? Sind die nicht schwarz? Sonst waren die hm. braun. Oh, sind die schwarz? Hm. Warte, ich hol. <lacht> 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 ähm, wie großartig. Nein, aber auch, aber das, ich, ist, auch äh, das ist die falsche Herangehensweise, Slappy, um dich einfach mal kurz die Haare, zu, die Haare zu waschen, kann doch jeder gucken, was er will. Warum beschwerst du dich denn darüber, was andere Leute für den Content gucken? Ja. Ist, ja, da drauf, ist ja, doch drauf ja, geschissen, wenn sich jemand das reinziehen möchte, wie sie jemand äh, traurig ist, ja, dann soll er das doch machen. Und mhm. wenn jemand dafür Geld ausgeben möchte, dass er äh, eingelullt wird von jemand anderem, dann soll er das auch tun. Das kann Der dir doch genau das ist das Problem. Genau, das ist nee. jetzt gerade das Problem. Ja. Die Scheiße, die du gerade machst, machen andere Leute auch. Und das ist völliger Quatsch, völliger Mumpitz. Warum reden wir über andere? Wir sitzen hier, wir vier, wir können übereinander reden. Aber warum reden wir darüber, was jemand anderes macht? Das kann uns doch völlig egal sein. Ja, aber völlig. das regt uns trotzdem auf. Mich regt das nicht ja. auf. Mir ist das egal. Und ich setze mich auch garantiert nicht in die Öffentlichkeit hin und verbiete jemand, dass er traurig ist, weil er das nachher nicht machen kann. Weil mich das ein Scheißdreck interessiert. Mich interessiert, was ich für die Leute mache, die ja. hier zugucken. Und nicht das da. Und ich muss auch garantiert nicht jemand anderes hierher holen, über ihn reden, weil mir selber nichts Besseres einfällt. Und das ich rede das, ja das, nicht über jemand Bestimmtes. Nee, aber du Wenn redest genau, du redest aber trotzdem gerade über jemanden. Ja. Ohne den Namen zu sagen. Und das ist, doch, das ist doch genau das Problem. Das ist genau das Problem. Leute zerreißen sich ständig das Maul über irgendeine Scheiße in der Öffentlichkeit, ohne einen Namen zu sagen, aber das ist doch Wumpe, das interessiert doch gar nicht. Das ist doch irre irrelevant, weil jeder kann aber das machen, was er will. Es regt mich auf, weil die den schönen, den schönen Begriff Twitch in den Dreck ziehen. Deswegen regt es mich auf. Ja, aber dann machst du das doch, doch zu einem besseren, besseren Twitch Platz. Und ich möchte ihn gerne schützen. Deswegen regt es mich auf. Ja, dann machst du das doch, doch zu einem besseren Platz. Platz. Ja. Der Twitch-Begriffsschutzbeauftragte. Egal, Den gibt es schon. Den selbsternannten. Den st stimmt. Schöne Grüße, soll, soll jeder produzieren, was er möchte. Pew, pew. Aber leben und, da, und wieder leben und leben lassen. Sich darüber aufzuregen, dass Menschen jetzt so eine Chance bekommen, das ist halt so. Aber es ist nicht nur ein einzelner, sondern auch Twitter ist am Brennen. Ne? Seit zwei, drei Tagen ist Twitter am Brennen. Alles ist, äh, alles, was neu kommt, ist einfach schlecht. Ich krieg das nie mit. <laughs> Echt nicht? Ich krieg das immer erst mit, wenn es schon vorbei ist. Das ist... Wow. Genau, ich war heute wundervoll asiatisch essen. Ich habe heute voll entspannt und ich komme her und höre, <laughs> Twitter ist am Brennen. <lacht> <lacht> was? Mann. Oh. Eh, du kommst irgendwie immer <laughs> zu spät, oder? Zu allem. War das nicht auch irgendwie immer bei, bei diesen Unterstützungen? Immer. <laughs> so, dass du das erst mitbekommst, wenn es schon fertig ist. habe schon erklärt, ich benutze das Internet falsch. <laughs> ich krieg die Sachen immer erst mit, wenn sie schon gelaufen sind. Ich weiß nicht. Ja. Ist aber auch gut. So, man muss, auch nicht, man muss nicht alles mitbekommen. Weniger. Aber so solche großen Sachen, das kriege ich dann schon mit. Also, ich hatte mich schon gewundert gehabt, was denn da los ist. Ne? Und dann lese ich und lese und lese: und, oh, dritte Klasse Menschen, oh, zwei Tage später, den, den, den Partnern wird alles weggenommen. Oh, was ist denn da los? <laughs> ich glaube, ihr folgt den falschen Mal. Leuten. Ja, also, ich habe das Anzahl, nur von, ja. von einem gehört und das hat mir aber auch schon gereicht. Nee, ja. ich habe das von mehreren gehört und habe den einen dann angewispert und mir das erklären lassen, was denn da momentan los ist. Okay, so weil, weil, auch, ja. ja weil ich ja das will ich ja nicht offenstellen stellen, ne, dass ich so ein Kacknobel bin und nicht verstehe um <laughs> was es geht dann dann wisper ich lieber so. Also, Könntest du mir das ganz kurz erklären was meinen die denn da weil du liest es da im Chat und da liest du es und dann so hä ah und dann bist du wieder mit dabei hm. so. geheime Leaks ich habe keine Ahnung ob <laughs> alle haben es gewusst nur ich habe es nicht gewusst ja ich benutze Reddit nicht ich glaube, das ist ja, ein Fehler. Ich auch nicht. Das, das ah, ist, okay. Keiner hat's gut. gewusst. Nein, okay. Weil, weißt du, wie viele Anfragen nicht. ich bekommen habe? Kannst du mir sagen, was, was, was du meinst? Ich habe nichts bekommen. Doch, ich habe das sind drei habe Ich, ich habe auch keine bekommen. Ich schiebe es einfach auf Österreich. Ich sage, ich habe deswegen keine Twitch-Mail bekommen, weil ich in Österreich bin. Ich bin nicht zu klein als Streamerin. Ich bin nicht zu unbedeutend. <laughs> ich bin aber nur in Österreich. Oh Mann. Aber in Österreich haben wir noch Twitter, oder? Den kriegt man ja, aus. Ich, ich dachte, das war jetzt gerade bezogen auf die, auf die ganzen E-Mail-Neuerungen von Twitch. Weil ja, die, die, ja, aber Internet hasse. <laughs> hasse? Internet hasse. Ja? Das kommt bei uns mit der Brieftaube und Ach so, ne? Okay. Das haben wir uh. schon geklärt. Dann ist, ist natürlich klar, warum deine Kamera so aussieht. Aber das ist okay. Au, <laughs> <laughs> Das liegt schon im Programm, wow. Leute. Das waren keine Schüsse, okay. <laughs> uh. Bei, bei mir ist sie kristallklar. Nee, ich, ich bin bei mir mhm. selbst auch. Mein, ich, ich schaue meinem Ping die ganze Zeit zu. Er geht so hoch und runter. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe LTE-Netz. Ich glaube, es liegt daran. Oh. Nicht freiwillig. Hast du Antenne in Deutschland? Oder? <laughs> Wir oh, sind oh. hier heute tatsächlich komplett DACH, ne? Oh, ist was? So schlimm. Vertreten. Was ist DACH? Ja, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ja. Also Österreich, ja. Schweiz. Mhm. Haben wir mhm. Boah, sind ja werden Voll international, heute? Mann. <laughs> ja. Richtig gut. Also ich hätte ähm, nicht gedacht nach letztem Jahr, was und letztes Jahr ist ja schon unglaublich viel passiert, ne? Dass noch so viele Sachen kommen. Oh, also mal, ich was bin, noch kommt? Ja, ich, 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 bin. Das ist. Die großen toll. Messen waren noch gar nicht. Ich finde das toll. Die Twitch-Con und so. So Wart ihr schon, war schon mal in Amerika, so bei der Twitch-Con bei der offiziellen? Nee, aber dieses Jahr. Wer das? Ah oh, fährst du dieses Jahr? Hm, wahrscheinlich. Geil. Cool. Boah, da hätte ich auch Bock drauf. Aber Amerika, das ist mit zwei Hunden immer so eine Sache. So lange wegfahren. <laughs> Geht das überhaupt? Ah ja, doch, ja. Ich glaube, kannst du kannst du. Ja, ja, ich würde sie nicht mitnehmen. Ich müsste halt... Ich müsste halt jemanden organisieren, der auf sie aufpasst. Und wenn du dann nach Amerika fliegst, dann kannst du nicht wie. Ich meine, für mich war ja schon aus Österreich zu Dreamhack kommen, war ja für mich schon eine halbe Weltreise, wenn man so möchte. Da war ich auch so: wow, hast du Was, du warst auf der Dreamhack, aber du kommst aus Österreich? Um, und dann jetzt nach Amerika. Das was halt glauben die, aus. dass du mit der Seilbahn bis dahin gekommen bist? Ach, oder was? was ist Ich jetzt? bin geradelt. <laughs> Was ist denn jetzt verkehrt? Mit dem Bob? Erst die Seilbahn <laughs> und dann den Bob weiter runtergenommen. <laughs> so hohe Berge, das krieg <laughs> ich aus. Den Schwung ich hin. <lacht> <lacht> Deshalb hast du auch zwei Hunde, kannst du vor dem Bob ganz spannen. Hm. <laughs> das wäre dann, wär dann eher Norwegen, oder? Wenn ich mit dem Schlitten herkommen würde. Ach, das können wir auch auf Österreich-Eichen, das ist gar kein Problem. Was soll was ich mir anhören muss? Ich komme auf den Käserad. <lacht> <lacht> <laughs> oh. Oh. oh wow. Oh Gott. Ja. <laughs> <laughs> Aber ich spare mir, spar mir Kosten. Ich glaube, mit dem Hundeschlitten ist billiger als mit dem Flugzeug. Why not? Ich probiere es für die Games. Kommen. Aber du brauchst wahrscheinlich ein bisschen länger. <laughs> ich bin ja nächstes Jahr da. Du fängst mich schon mal an. an. <laughs> Ich glaube, ich würde ich würd wahrscheinlich nicht mehr ankommen. Ich würde mich wahrscheinlich irgendwo bei der Hälfte verirren mit meinem Orientierungssinn. Das ist <lacht> 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 klingt nach einem Abenteuer. <laughs> um, Twitch hat, falls ihr Interesse habt äh, und euch fragt, was heißt das für mich jetzt? Ich bin ein kleiner Streamer. Ich bin zwar noch kein Partner, aber ich möchte da irgendwann vielleicht hin. Und das klingt doch schon mal ganz schön. Vielleicht bin ich auch demnächst Affiliate. Ähm, die Kleingedruckte, das Kleingedruckte, so, wurde auch veröffentlicht. Das findet ihr unter diesem Link. Ähm, da könnt ihr mal reingucken, euch das genau durchlesen. Das ist quasi wie bei den Partnern und dass bei, bei Partnern das so dick ist, da ist es ein bisschen ähm, schmaler. Ähm, vor allem, weil halt noch nicht alles mit drin ist. Also, ich glaube, Subsystem Sub-System ist da noch gar nicht drin, weil das halt wahrscheinlich noch ausrambolt wird bei Twitch. Also nur Bits und sowas stehen da drin. Ein paar wichtige Punkte daraus, die man vielleicht nennen sollte, sind, da steht unter anderem drin, dass Leute, die schon mal von Twitch entfernt wurden, Gebannt? Sprich, band, gebannt zum Beispiel, automatisch da rausfallen. Hm. Wie genau? Das steht da nicht drin. Also es ist sehr, sehr offen, wie alles, was so ähm, von... Anwälten geschrieben wird. Denn das, was ich da verlinkt habe, ist auf jeden Fall von Anwälten geschrieben. Und das ist sehr offen gehalten. Ähm, das heißt, heißt das jetzt, wenn ich schon mal einen 24-Stunden-Bann wegen Terms of Service-Violation bekommen habe, weil ich zu lange in einer Spielkategorie gestreamt habe und aber nur erzählt habe und eigentlich in IRL sein sollte oder sowas? Ähm, Gab es schon, ist schon vorgekommen. Heißt das, ich kann gar nicht mehr Affiliate werden? Weiß man noch nicht. Ähm, Im Prinzip steht da einfach nur drin, wenn du von Twitch entfernt worden bist. Ob mal oder ob weiterhin, steht da nicht drin. Es könnte sehr gut sein, dass Leute, die eben schon mal einen 24-Stunden-Bann hatten, ähm, wegen den Violations dann plötzlich nicht mehr in Frage kommen. Ähm, das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Und äh, der zweite wichtige Punkt ist, und das darf man glaube ich, muss man gerade da, sollte man darauf hinweisen äh, für die Affiliates, wenn ihr Affiliate seid, dürft ihr nicht gleichzeitig auf diversen anderen Plattformen streamen und der Content, den ihr produziert, gehört 24 Stunden nach Abschluss Twitch. Das heißt, Ihr dürft 24 Stunden lang eure Streams, eure Highlights, sonstiges nicht woanders hochladen, sondern es muss einzig und allein exklusiv auf Twitch <laughs> verfügbar sein. Erst nach den 24 Stunden dürft ihr es dann hochladen. Ihr dürft jetzt zum Beispiel nicht auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig streamen. Sonst fliegt ihr raus aus dem Affiliate-Programm. Das für Streamer, also für gepartnerte Streamer auch? Oh. Für die meisten zumindest. Manche haben noch ganz alte Verträge, wo das nicht drin stand. Die siehst du dann gleichzeitig auf anderen Plattformen stehen, aber die meisten ähm, dürfen nur auf Twitch streamen und die 24-Stunden-Regel gilt auch. Ja gut, ich benutze auch keine anderen Seiten, aber hätte ich nicht gewusst. Krass. Ups. Ja, da musst du mal deine Verträge lesen. Ja, das ist 27 Monate her. <laughs> Das sollte vielleicht trotzdem bei dir auch noch nicht. Es kann ja sein, dass dein Vertrag so alt ist, dass du nicht drin stehst. Ja steht, gut, also. ich, vielleicht ich 27 Monate, haben, deswegen, kann ich dir sagen, steht das da auch noch drin? Ja gut, das, ich habe mir die Sachen halt rausgesucht, die für mich halt wirklich sozusagen wichtig sind und die mich betreffen. Und da ich keinen anderen Channel betreibe, auf dem ich meinen Content hochlade, ich lade ja nicht mal Highlights auf, auf YouTube hoch oder so, war das wahrscheinlich einfach ein Punkt, der, der ging da rein und da wieder raus, weil ich mach's nicht. <laughs> Aber sollte ich wissen, ja, vermutlich. 24 so Stunden übrigens, Leute, ne? 24 ja. zuhören. 24 Stunden. Vier, und ein Tag Geht 24 vor. Stunden. Nochmal 24 Drei Stunden. Zweimal 12 Stunden. Zweimal zwölf Stunden. <laughs> Zwei <mal> zwölf <laughs> Von 12 ja. bis 0 Uhr sind 24 Stunden. Wenn, wenn der große Zeiger auf der Uhr sich einmal, ne, zweimal <laughs> komplett rumbewegt hat, das, das sind 24 Stunden. Wenn der große ähm, Zeiger. Der kleine. Dicke. Ah, der Kleine. Alles, was klein. <laughs> du hast gesagt, wenn der große Zeiger. Was? Was? Nix. Du hast gesagt, wenn der große Zeiger. Ja, Es tut mir zweimal. leid. Klein und groß verwechsel ich manchmal. Wow. Übrigens noch, weil das im, im, im Chat gerade stand. Ich hoffe, wir müssen uns über Steuern nicht unterhalten. Ähm, natürlich ist das zu versteuern. Also, diese Frage oh, ist. Bitte nicht. Ich will Nein, da nicht weiter irgendwas erklären oder so. Ähm, aber es ist zu versteuern. Es ist eine Einnahme. Und eine Einnahme ist zu versteuern. Alles, egal wo ihr hingeht, oh was mit Arbeit zu tun hat, auch Affiliate, ist zu versteuern. Okay? Auch Trinkgelder sind zu versteuern. Alles, was ihr auf Twitch einnehmt, ist zu versteuern. Ich wiederhole das extra nochmal. Steuerzahlen. zahlen. Ja. Wie kommen ich die Gott Leute an. nur immer darauf, dass das. Äh. Wichtig, <laughs> aber trotzdem wichtiger Punkt, denn wow, wenn ihr Affiliate, <laughs> no, <wär> ne? <laughs> Affiliate werden möchtet, müsst ihr selbstverständlich eure Steuerunterlagen einreichen bei Twitch, die dort abgespeichert werden. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich zu einem Steuerinterview also eingeladen, ihr füllt ein Formular aus und schickt das raus an Twitch. Und ähm, da stehen so Sachen drin wie eben eure Steuernummer, äh, eure Adresse, euer Echtname und solche Geschichten. Ne? Damit müsst ihr dann halt auch rechnen. Das ist halt schon was Offizielles. Und das wird eben in den USA unter anderem zuallererst versteuert. Das sind aber trotzdem immer noch Einnahmen, also müsst ihr die immer noch versteuern, nicht vergessen. Aber deswegen ist es halt wichtig und sehr kompliziert. Und ich werde euch nicht das Doppelbesteuerungsabkommen mit der USA erklären, aber es ist sehr kompliziert. Und deswegen müsst ihr da sehr, sehr viele Daten. Äh, ablegen. Nur dass geht ihr Bescheid. Zu einem Steuerberater. Oder jetzt zum Steuerberater, genau. Hab es ist gemacht. einfach. Ihr müsst du es hast. einfach angeben. Ob, ob, dann, ob, ihr dann zahlen müsst, ist ja was anderes. Wie ja. Freibetrag etc. Blabla. Bla. Aber man muss es angeben. Das kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen unbedingt zum Steuerberater, der sagt euch ganz genau, was in eurem Land wie, wo wie funktioniert und was ihr wo wie bezahlen müsst. Und auch, weil ich das immer wieder höre, wenn ihr euch neben eurer Ausbildung und sonst was was dazu verdienen wollt, ist das wundervoll. In Österreich ist es so, wenn es zu viel ist, kann es sein, dass die Familienbeihilfe gestrichen wird. Also passt auf, was ihr macht. Passt auf, wie viel Geld es ist. Schaut, in welchem Rahmen es sein darf. Und klärt es ab. Es ist blöd, wenn man dann zwei Monate plötzlich über dem Rahmen ist und sich denkt, voll geil, und dann ist die Familienbeihilfe weg und dann geht es die nächsten fünf Monate wieder nicht und dann geht sich die Miete vielleicht nicht mehr aus. Deswegen bitte geht zu einem Steuerberater und lasst euch beraten. Die meint Kindergeld ja. für die Beihil Deutschen. Dankeschön. Also. Das heißt, ja, ich denke, die Familienbeihilfe. Ja, Familienbeihilfe. Was ist für Kinder, Kinder, Geld, was ah, das okay. heißt. Oder ihr setzt euch einfach drei Jahre auf euren Arsch und lernt äh, Steuerfachangestellte. Wenn ihr richtig bescheuert Nein. seid. Das ich machen mache nur die Größten. Mhm. Dann okay. könnt ihr das aber auch selber machen. Dann braucht ihr keinen Steuerberater. Super. <laughs> Hello Darkness, my old friend. <laughs> also jedenfalls, das war genau das Kleingedruckte. Wie gesagt, ich habe den Link reingeschrieben. Ich kann ihn euch gerne noch einmal geben. Da ist er. Das ist auf Englisch allerdings bis jetzt noch. Das wird wahrscheinlich dann auf Deutsch sein. Es wird wahrscheinlich auch erweitert werden, sobald die Subs und alles noch mit da reinkommt, dass das auch alles geklärt ist. Ähm, freut euch. Freut euch, frohlocket, Jauchzit. Ähm, worauf ich mich am meisten freue, dabei ist auf die Welle von Menschen, die Twitch einstürmen werden, sobald die ersten Leute eingeladen werden, äh, die eben nicht eingeladen worden sind ins Affiliate-Programm, obwohl sie ja schon zehn Viewer äh, regelmäßig haben und ähm, sich beschweren müssen. Das wird eine wahre Freude. Ja, Twitter wird. Oh Gott, ja. ich oh, werde schon mal oh, gleich oh, alle. Da ich krieg's oh. nicht mit. Oh, oh, habe ich noch gar dran nicht gehen. dran gedacht. Ich ja. oh. oh. habt schon vier Viewer. Ab, ab, oh. wann, ab wann startet das? Ist noch nicht bekannt. Ja, ich, ich, muss, ich muss mir dieses Datum rausschreiben und dann gehe ich jeden Tag asiatisch essen und ich werde <laughs> es nicht mitbekommen. <laughs> wow. Das werden schwere Zeiten, Leute. Es ja. ist, wow. ist, schl ist schlimmer als Ferien. die Mitarbeiter in Twitch. Es ist schlimmer als Ferien. Es ist schlimmer als ein Computer zusammenbauen auf Twitch, Leute. Okay. Oh, das war großartig. Morgen. Oh. schließ doch mal die Tastatur an. Ron <laughs> schreibt gerade, es wird wahrscheinlich morgen schon. Oh. Morgen! Ich morgen oh. asiatisch essen. Oh. Geil, dann wird es ja, ja, ja morgen interessant, oh. Wie weit oh, bist du denn von wow. mir entfernt? Wollen wir zusammengehen? Das wäre cool. Oh ja, das wäre super. <laughs> das wäre cool. Aber ich ziehe schon mal meine cool. Lesebrille. Ist dein Bob gerade? Ist der, ist der in Form? Geht das? <laughs> ich, ich meine, es ist Frühling. Ich glaube, die, die Gondeln fahren jetzt nicht mehr. ne? die werden jetzt abgeschalten. Also, ich hab's Käserad bereit. Das ist. Äh, wir treffen uns in der Mitte. In der Mitte treffen wir uns. Das, das ist eine ist gute gut, Idee. Ja. <laughs> oh, <wow. lacht> also wirklich, wir sollten vielleicht echt drüber nachdenken. Ich glaube, ich, glaub, ich werde ich werd Schokolade kaufen für die, für Simon. Und hey, ich lebe in der Schweiz, Flitzer ich welche laut. schicken? Also, nee, einfach zu Gamescom, einfach Schokolade. Es tut mir so leid, was ihr durchmachen musstet, weil ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Nachrichten die bekommen werden. Warum bin ich noch nicht erfüllt? Jetzt, bitte. Glaubst du? Ja. <laughs> ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das sehr viele machen werden. Das ich ist Ich immer... allein darüber nachdenken, wie viele mich auch nur anschreiben. Ich, ich, ich arbeite nicht bei Twitch. Ich bin nur gepartnert und wie viele Nachrichten ich bekomme. Wie funktioniert das mit der Twitch-Partnerschaft? Was muss ich machen? Kannst du da mal drüber schauen? Wie funktioniert das? Mhm. Wo muss ich da hin? Also. <laughs> mhm. Ja. Äh, weil wir gerade bei. Mehr, das geht alles zu Ron. <laughs> wir bringen der Schokolade mit, Ron. Oh wow. Ich weiß nicht, ob das hier noch reinpasst, aber also ich würde eher, weil das ist so, das kann man fix mal abhandeln. Habt ihr Angst vor Abmahnungen nach dem ersten, äh, nach dem erste Streamer, die sie bekommen haben, Stichwort Rundfunklizenz? Nein. Nee. Hallo Österreich, nein. <laughs> nee, habe ich nicht. Weil das, die Gesetzesgrundlage ist nicht ausreichend für irgendwas um da was zu machen. Und bei den Schmieds weiß ich nicht, was da passiert oder in, in dem Fall, aber ähm, da sind so Worte drin wie linear und lauter solchen Blödsinn und das ist das nicht. Wenn man sich ein bisschen klug anstellt, erfüllt man die, äh, die Richtlinie dieses Gesetzes nicht. Und äh, da muss erstmal ein bisschen was geändert werden, damit das passiert. Und dafür muss jede Landesmedienanstalt was machen. Davon haben wir eine ganze Menge in Deutschland. Bis da was passiert, dauert das auch noch eine Weile. Also ich glaube. Mh, Mal sehen. Jedes Bundesland hat seine eigene. Soweit ich weiß, sind äh, haben wir einige. Ob jedes Bundesland hm. eine hat, aber wir haben auf jeden Fall ein paar. Und ist bis da böse, irgendwas passiert. So böses klingt, aber ich glaube, dass wir alle nicht in dem Bereich sind von den Leuten, die zuerst Post bekommen. Das fängt ja wahrscheinlich erst bei den ganzen YouTubern an, die auch auf Twitch unterwegs sind. Ich habe auch gerade gelesen, dass Gronk anscheinend auch Post bekommen hat. Hm. Und ich glaube, erst wenn da die ersten sagen, okay, sie gehen jetzt zahlen und sie müssen zahlen, dann ist der Punkt, wo man sich denkt, okay. Und ich, dann wird es das auch nicht von heute auf morgen passieren, für gewöhnlich. Da kann man ja dann auch noch was gucken. Ich bezweifle oder ich hoffe, dass sie nicht zahlen, sondern damit vor Gericht ziehen. Immer das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, nicht so schlecht. Also ich glaube mal, das Beste und Sinnvollste, und das gilt für alle, ist einfach hinsetzen und warten. Und dann gucken, was passiert. Es bringt jetzt nichts, darüber zu diskutieren. Denn niemand von uns hat weder in, also ich kenne, ich weiß nur von dem Peachmeat-Vorfall. Alle anderen Vorfälle interessieren mich nicht, weil keiner hat was darüber gesagt. Ähm, dort ist nichts das ist ein Schreiben auf einer Homepage, wo kein, keine, kein Belang, nichts draufsteht. Nichts. Nichts. Also pff, das ist ein Schreiben. Das kann ich auch machen. Und äh, bis da nicht irgendwas geklärt ist, braucht man da überhaupt gar kein, kein, keine Welle machen. Und äh man braucht sich da auch in, in der Hinsicht, glaube ich, überhaupt gar keine Sorgen machen, denke ich. Auch äh, wenn es eine Rundfunklizenz geben sollte, äh, würde ich sagen, müssen wir erstmal das Gesetz äh, also ein bisschen überarbeiten, denn äh, potenziell 500 Zuschauer, linearer Content, japsi, japsi, ja jadi. Und das trifft irgendwo jeden. Das trifft ich glaube, es ist jeden. gar nicht Zuschauer, ne? Es ist nur, man müsste theoretisch technisch in der Lage sein, 500 Leute zu erreichen. Ja. Weil es ja damals vom Radio war, das ist halt ja. im Internet so, haha. Der müsste sich ein Straßenmusiker eben, auch eine Rundfunklizenz holen. Schon beziehungsweise mal Beziehungsweise, ich gehe auf Facebook, auf Zum meinen Beispiel. privaten Facebook-Account online, weil das gibt es jetzt überall, dieses Live-Video, und habe mehr als 500 Freunde auf meiner Facebook-Seite. Oh, was? <lacht> Nein, funktioniert <laughs> so nicht. Abwarten. Kriegt man da nicht auch eine, ähm, eine, eine Rundfunk, nicht Lizenz, wie heißt das denn? Ähm, Frequenz. Frequenz. Kriegst du da nicht auch eine Frequenz, wenn du mm. eine Rundfunklizenz hast? Oh, Radio. Wurde, wurde in Deutschland nicht das äh, Fernseher abgeschalten? Mhm. Also das. das äh, genau, das wurde doch abgeschalten letzten Monat? Hm. Ja. Es ist genau. Banane. Das Thema ist Banane und ich hoffe, wir müssen darüber nicht noch wieder reden. Und alles, was im Chat gerade steht, mit der hat das gemacht und der hat jenes gemacht, ja, okay. Lass machen. Hören, <laughs> hören sagen, Leute. Hören sagen. Eine Sache haben wir noch. Alternative Fakten. News. Fake News. Eine Sache haben wir noch. Und was? zwar wird unser E-Penis demnächst, vielleicht sogar schon morgen, um mindestens 20 Zentimeter anwachsen. Was? Warum? Oh, denn, Wo soll ich denn jeder Partner. Parken? Was? Was? Jeder Partner. Einfach einmal um den Bauch. Genau. <laughs> Nach hinten werfen. Das mache ich schon mit anderen Sachen. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> wir kriegen, also wir, wir, wir Partner kriegen, jeder Partner kriegt ein Badge. Ein extra, ein neues Badge, ein oh globales ja. Badge, Endlich. das überall in jedem Chat äh, Geltung haben wird. Dass wir Verified sind, quasi. So wie ihr das schon wahrscheinlich von Twitter kennt, zum Beispiel, da haben die Leute auch so ein Häkchen. Äh, jeder gepartnerte Streamer kriegt jetzt eben auch so ein Häkchen. Ich glaube, es ist so rund. Ich habe es vorhin in irgendeinem meiner Links gesehen. Ähm, es ist, ist cool rund das? und es hat auch einen, einen Check-Haken ähm, in drin. Also es ist, glaube ich, sogar blau-weiß. Und damit könnt ihr euch quasi global mit eurem Account als Partner ausweisen. Geil. Das ist cool. Also Zum Glück e schreibe ich nur in einem Chat. <lacht> nee, <lacht> zwei. Zwei, zwei, drei, drei, Entschuldigung, drei Chats. Wow. Das sieht dann ja eins zu eins aus wie bei allen anderen Social Media Seiten. Ja. Geil, Twitch wird eine Social Media Seite. Ja. Es gibt ja auch das Freundesystem. Was übrigens ah, mittlerweile. Ja, das, das was übrigens, ich hab, gar nicht. Was durch die Twitch App übrigens mittlerweile sehr cool geworden ist, weil man sich Bilder so. und so schicken kann und so. Ach so. Ja, aber auf der Homepage an sich finde ich scheiße. Ja, natürlich. Immer noch. Aber in mich der Dings finde ich das mega geil. Mich nervt auch an dieser Twitch-App, dass jedes Mal, wenn ich mich auf offline stelle, am nächsten Tag mache ich die Twitch-App an und stehe in, in der Homepage wieder auf online. Oh, bist ich, du nicht mehr sneaky? Du machst doch einfach aus ja mit Franker Z komplett. Ja. Ja. Ich habe alles ja. eliminiert. Möchte ich habe trotzdem weiter Whispers bekommen dann halt. Oh, mach doch einfach die Twitch-App auf. Ohne <laughs> schaff dir ein Handy an. <laughs> Ist ja nicht so, als wenn du das auf 100 Devices kriegen würdest. Nee, ich will das jetzt im Browser haben. Also bei mir funktioniert das auf dem Handy nicht und bei mir auf dem Desktop funktioniert das auch nicht. Hier oh. Flappy, Junge. Ich nehm Ceva. Zeva5-Magge. Geil. Nicht mal einer, der mich versteht. Natürlich versteht. Du ja, ich single, verstehe ich Aber du bist Single, ich nicht. Also ich hab eine Ausrede. Ich, ich, ich hab ne Ausrede. Der, du bist Single, ich nicht. Ja, eben. Ach so, scheiße. Oh nein! <lacht> <lacht> oh, jetzt. Oh nee! Das habt ihr nicht gehört, okay? Nee, Joka möchtest du ein Tempotaschentuch haben. <laughs> Die sind nämlich weich. Oh, ich hab mich selber angeschossen gerade. Wow. <laughs> ich hab mich selber angeschossen. <laughs> ich war eine Klopapierrolle auf der WC-Witze draufsteht. Oh, was? Ist das Interessant? Oh, so Eine was ich auch. Einer meiner Bio hat mir das geschickt. Mir wurde im Nachhinein erklärt, dass das wahrscheinlich bedeutet, dass mein Humor sehr schlecht ist und meine Witze auch. Was? Also das hätte ich da jetzt gar nicht rein interpretiert. Ja, ich ich würde jeden, würd no? jeden Tag eins ab und dann vorlesen. Ja, es steht momentan noch da. Ich habe mich noch nicht richtig getraut. Vielleicht mache ich das bald mal. Kackwitz des Tages. Aber das verrechne ich ne? Das mache ich dann so. Jeder, jeder muss zahlen, der einen Witz hören möchte weil, out und so. Nenn's einfach Panday Monday. <laughs> oh wow. Oh wow. Wie ein Also, also, ich, hätte, also ich, noch, ich, ich, die, ich hätte. Der Montag ist noch frei. Ich habe schon den Mimi Mittwoch. Ja. Oh wow. Ich sag jetzt nicht, was mir zu Friday einfällt. Ähm, <laughs> jedenfalls. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, im Prinzip, was dahinter steckt, ist, es gab schon seit Ewigkeiten die, die äh, Petition, mehr oder weniger, dass Twitch uns Streamern eine VIP-Badge gibt. Quasi, dass wir besonderen Leuten äh, nicht den Mod. Status geben müssen. Zum Beispiel, wenn der Dizzy bei mir reinkommt, dass der da, weil der Dizzy kommt meistens nicht bei mir rein. So, der schreibt mal alle Herrenjahre bei, was bei mir in den Chat. Ich finde öfter bei dir, als du denkst. Ja, ja, eben. Das weiß ich. Er guckt, aber er schreibt nie in den Chat. Und ähm, ich könnte ihm dann statt dem Mod-Status eben den VIP-Status geben. Das was? würde so viel, oh, Mann. so viel schöner. Das ist wieder, ja. das ist wieder ein Problem, weil jetzt mal, jetzt mal ohne Witz. Und da muss ich mich jetzt ganz kurz mal als Streamer beschweren. Ne? Ja. Ich möchte nicht in ausgewählten Chats meinen Mod-Status verlieren. Denn für mich ist es höchste Priorität, am Vormittag den Bannhammer zu schwingen. Falls diese okay. Nachricht denjenigen erreicht, klau mir bitte nicht das Schwert, okay? Ich möchte schwingen. Oh. In guten wie in schlechten Zeiten. Und bei euch will ich auch schwingen. Also ja. nehm, nehmt mir Sie das darf nicht schwer. Ich mir immer schwingen. Uh! Yes. Schwing, Schwing, das ist wichtig. Bann ist, nee. Ban ist wichtig. Man muss Bannmeilen sammeln. Das ist Payback-Punkte. Das ist wie Payback-Punkte. Okay. Das muss man sammeln. Ja, du hättest vor allen Dingen keine Mods mehr. Ich? <laughs> ja. Nee. Ja, stimmt. Von ehemals 112 Mods, die ich habe, werden wahrscheinlich noch 15 übrig bleiben. <lacht> <lacht> äh, ja, jedenfalls, ähm, ich finde trotzdem, sollten Sie. Die ähm, VIP-Badge weiterhin bringen, ehrlich gesagt, weil es gibt immer noch Leute, denen ich den VIP-Status geben könnte, die sind jetzt keine Partner. Also es gibt zum Beispiel auch Streamer, die sind keine Partner, aber die sind bei mir gemoddet, weil ich denen einen besonderen oder Status sozusagen oder einen, einen sichtbaren Status geben will, damit ich die halt ähm, sehe, wenn sie da sind, damit ich sie nicht übersehe, quasi, wenn der Chat mal ein bisschen schneller läuft. Und, ähm, und würde mir trotzdem die die Patch. Was denn? Was denn? Okay. Was denn ist denn so witzig? Nee, nix. Aber ich hab's auch nicht überrascht. Alles gut. Hey Slabby, also bei, bei Zelda lief der so schnell, Junge, da, also... Huch, da hatte ich schon Schwierigkeiten. Wow! Entschuldigung, <laughs> Slabby, aber du lehnst dich gerade so weit vors Fetze! Also, wisst ihr, ich bin Slapsticker und äh, ich stream für 200 Leute. Das ist so eine Menge Holz, halt, ne? Aber da ist der Chat, Alter, ne? da ist der. Dizzy, Der fliegt da durch, Junge. Ist er gerade weg? Jetzt bist du einfach mal aus dem Chat. Ja, oh Gott, warum? Der fliegt dann, richtig. Warum ist alles so. ausgegangen? Karma. Nein! Warum ist alles ausgegangen? Karma. Bin ich noch im selben Raum? Instant Karma. Und das Lustige ist, ja, schaut mal auf die Streamseite. Die sieht man noch. Uns sieht man nicht mehr. ja. Ihr seid. Das kommt davon, weil du so von Karma redest. Ja. Super. Oh. denn sonst? Leute, wir müssen ganz kurz mal was drüberlegen. Ihr hört uns noch, aber ich muss das eben mal. Hatte ich die ganze Zeit die Zunge draußen? Wow. Ja. Hi. Oh, oh. Leute, die Seite geht nicht mal. Oh oh. Könnt ihr refreshen? Okay. Oh, okay, wir sind wieder. Oh Gott, ich hab oh, mir gerade... Ich hab mir so in die Hose gemacht, ne? Aber wir sind wieder da. Wir sind wieder da, ist cool. Oh <laughs> Gott, nee, wir haben schon wieder Probleme, oder? Sind wir richtig? Ich sehe mich. Ich, ich seh ich mein, wahrscheinlich falsch ist, rum. Ja, genau, so sind wir richtig jetzt, Oscar. Ich habe ah. damit nichts zu tun. Ich habe hm. damit nichts zu tun. Ja, ja. Ich hab nichts damit ja. zu tun. Am ja. Freitag lief mein Chat so schnell, da träumst du von ja? Freundchen. Ja. ja, jetzt, wieso träume ich davon? Ich kann wesentlich jede Zeile sowas. lesen. Ja, eben. Ja, und? Ah. Ich bin eine Frau, was? <lacht> <lacht> nee, eine Sissy bist du. Aber <laughs> Aber nicht, dass jetzt Leute wieder am Montag zu dir kommen, Slabby, und sich beschweren, dass ich immer so böse bin zu dir. Ja, das sollten, das sollten wir vielleicht mal aufklären. Äh, Slabby und ich, ich habe im Chat, Im Chat habe ich schon wieder gelesen, wie fies. Und, und, und lass doch mal den armen Slabby in Ruhe. Zum Glück werde ich da nicht genannt, das, das freut mich. Siehst du, alles, alle meine Spitzen, die gehen einfach so. Die werden ertragen. Das <laughs> zählt schon als normal, das finde ich gut. Aber, aber Dizzy, du bist so ein Böser. Du machst den armen Slabby ja. immer so runter. Bin so, so, so lieb bin ich immer. Das geht gar nicht. Okay. Wir haben uns lieb. Ja. Wir schießen uns ein einander an. Aber nach dem Stream verstehen wir uns wieder prima. Wir verstehen uns Hat immer sehr vor prima. Dem Stream anders angehört. Ja, vor dem Stream. <laughs> aber nach dem Stream. <laughs> es muss immer, ver versteht ihr Leute, ähm, als, als Tipp von mir an, an Streamer, es muss immer Menschen geben, die die Kontra geben. Und äh, ich gebe Slappy immer gerne ein bisschen Kontra, weil so das sind so leichte Höhenflüge, die man manchmal hat. So wenn man sagt, oh mein Schnell, mein Schnell, was ist das da äh, muss man, kann man eine Blutgerätsche reinmachen, ne? so Heia! gleich rein in den Rücken und dann weiß Slappy <laughs> gleich Bescheid. Und machst du das noch einmal für mich? Nee, davon gibt's bestimmt Schade. Clips. Ich habe keine ja, Ahnung, warum ich, ich das jetzt gemacht habe. Da von da mache ich ein Gift raus. Das wird mein neues Subgift. 25 <laughs> Dollar Subgifts. Fisch so. kommt ich, komm, ich komm Heia! schlechter Heia! Einfluss. <laughs> Scheiße, das sah bestimmt super, super schlecht aus. Okay. Aber ihr wisst, I was ich meine. Dibs. Wir ja. verstehen ah. Wir kennen uns seit Wie lange kennen wir uns jetzt? Bald drei Jahre, ne? ne? Drei Im Jahre. Oktober sind es drei Jahre. Hm? So. Wir, wir haben schon alles durchgemacht. Höhen und Tiefen. Okay. Wir haben nur noch nie Minecraft gespielt miteinander. Oh, das müssen wir mal machen. Das müssen wir mal machen. Der? Kam die Aussage nicht von dir, Dizzy? Was? Wenn man Minecraft gespielt hat, sollte sie sich löschen. <laughs> nee. Da irgendwie sowas? Ich habe jahrelang Minecraft die... gespielt. Nee, sowas sage ich nicht. Doch, sicher. Das war doch im, im, Nein. im Ask Source also Ich glaube, es war doch machenlos. Aber dann, dann, dann habe ich mich verdammt. Das war ich nicht. Damit habe ich nichts ich zu tun. Wie Sally gerade? Ja, ja. Ihre Katze hat irgendwas gemacht. <lacht> <ja>. <lacht> ihre Katze? Das ist so leid. Der Kater ist ein voll gegen die Kante gesprungen und so wieder runtergefallen. Und jetzt guckt er dich an, weil er irritiert ist. Du sollst ihn trösten und nicht über ihn lachen. Es tut mir leid, dass du so doof bist. Hat das jemand geklippt? Das war so... Ein doofer Kater! Ah, oh, es tut mir leid, aber es war gerade göttlich! Ah! Oh. <laughs> Miesi, sowas passiert in nicht, nee, ne? Ja. Dass meine Ausgaben nicht so dumm sind. Ich hab's halt gesehen! Und das Gesicht von meinem Kater! Und dann so. <laughs> <laughs> oh je! Mein kleiner Dover! Ah, schön! Ah. Oh Gott. Entschuldigung. <laughs> so die alles gekommen. gut. Ah. Alles, alles so. gut. Okay, knopf cool. ja. ah. Haben wir uns alle wieder beruhigt? Ja, Entschuldigung. Okay. Gut. Ah, großartig. Alright. Wunderbar. Wir. Ähm, das war's, glaube ich. Ja, oder? wir sind durch für heute. Es ist ein kurzer, aber intenser. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt äh, in die Pause gehen. Und weil es heute eine kurze Version ist, weil wir ja die Twitch-News auch schon weg haben, mhm. könnt ihr einfach noch mal ein paar Fragen rausfeuern bei, bei Twitter. Twitter ist auch schon voll. Twitch brennt. Äh, Twitter. Twitter Twitter ist rammelvoll. Ja, ich hab's mitbekommen. Ihr könnt noch, wenn ihr wollt, Fragen stellen. Und dann sind wir in wenigen Sekunden wieder da. Wir gehen. Ich muss mich schnell mal pudern. Slappy, kommst du mit? Hältst du mir die ja, Hand sicher. beim Nasenpuder? Ich halte die Hand. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir gleich wieder da in äh, wenigen Sekunden für euch und äh, stellt eure Fragen bei Twitter und bei Twitch in der App. Weil das gibt es hier nämlich nicht so häufig. Raus damit. Hm. Bis gleich. Muss ich dir jetzt auch die Haare halten? Ja, aber ich muss nicht spucken. Okay. okay. โอเคคุณเดิน Alles gut, Regiefehler, alles gut, Regie hat nur einen kurzen Fehler, alles gut, komm runter, wir sind noch da, Regie hat kurz, kurzen Fehler, alles gut, cool. Entspannung, Entspannung. Already, da sind wir wieder nach der kurzen Pause. Hallo, wir sind wieder da. Ich habe gerade realisiert, du hast mich gar nicht gehört. Ich habe die ganze Zeit mit dir geredet. Nee, ich habe, das geht ja nicht. Äh, Regie ist ja gerade krank. Ja, stimmt. Das heißt, ich muss zwischendurch, äh, nee, darf ich nichts hören? Entschuldigt nochmal, ich habe äh, heute alles kurzfristig einrichten müssen. Wir haben ein kleines technisches Problem gehabt. Aber was wäre ein Plankenschnack ohne ein technisches Problem, oder? Also ich meine, ich bitte euch, ich bitte euch. Meine Damen und Herren, wir haben gerade eine Frage gekriegt, ob wir, wir alle vier irgendwann mal irgendwas gemeinsam spielen. Weil damals bei Black Desert hatte man ja so eine riesige Streamer-Gilde. Du hattest eine riesige Streamer-Gilde. Nee, gespielt? die Piraten hatten ja. eine. Aber gibt es so Spiele, die man mal gemeinsam irgendwie angehen könnte? Habt ihr über sowas schon mal nachgedacht? Minecraft. Doch, immer Leute, die mich carryen, Bei Downstaff, uns du gerne. <laughs> ich will bis Winter kommen. Oh, wow. Ich habe nur einmal schön. gespielt bis jetzt leider. Es ist wundervoll. <laughs> ich habe das immer alleine gespielt. Ah, das gibt es auch alleine, ne? Das gibt ja auch komplett ohne. Bist ja. du da bis Winter gekommen? Ja. Ich bin schon bis zum 53. Tag gekommen. Oh wow, mit dir spiele ich nicht. Dann und ich, komm hab ich mir sogar, noch schlechter davon. Und ich habe schon, hab schon, das Tor gefunden. Weißt du das, mal, dass es ein Tor gibt? Ja, da, da gibt es ein Tor. Und dann oh, wow. geht man rein und dann gibt's Aufgaben und so und so und so. Oh. Und. Ja, das ist äh, voll gut. Oh, ich muss mich die ganze Zeit baden. Also ich glaube, bei, bei Don't Starve hatte ich auch über 100 Tage schon mal, wenn ich mir nicht irre. Ich glaube, also 10. Tag, wenn man alleine spielt, kamen schon immer diese, diese Hunde, Hundeschweine, diese Hundedinger, die kamen. Da muss Hunde, man sich schon ja. vorbereitet haben. Ich habe da so ein Grundding. Am Anfang erstmal anfangen, Fallen für Hasen zu bauen und ein Feld suchen, wo Hasen kommen. Das ist schon mal gut, da hat man seine Nahrung. So weit komme ich, ich auch. Siehst du? Ja, bei mir scheitert es dann meistens irgendwie immer an Brand. Wir haben sogar mittlerweile schon so gebaut, dass die Büsche, die wir einpflanzen für Essen, nicht mehr in der Nähe voneinander stehen, aber irgendwie schaffen wir es immer, die ganze Base abzufackeln. Immer. Keine Ahnung, das ist so. Es funktioniert einfach nicht. Aber mal, mal so eine Frage in die Runde, weil das, das passt jetzt ja ziemlich gut dazu. Seid ihr eigentlich mehr so Streamer, die lieber alleine sind oder gern mit anderen was zusammen machen? Ich alleine. Auf jeden Fall. Ich mag es zwar ab und zu, seltenst mal was mit anderen zu machen. Das habe ich letztens mal für ein paar Tage gemacht mit Mocker von den Bieber Bros, als wir halt ähm, zusammen Factorio gespielt haben und hier dieses dieses wie ist das Conan Exiles. Conan ja. Ähm, das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe dann immer das Gefühl, dass ich dann den Chat vernachlässige und nicht mehr vernünftig darauf eingehen kann. Ähm, und deswegen halte ich mich da immer so möglichst fern von Stream. Lieber, ich, meine, ich, mein, ich habe angefangen, um alleine zu spielen und Leute im Chat zu haben, mit denen ich mich halt unterhalten kann, so, ähm, weil mir eben Singleplayer-Spiele mehr Spaß machen als Multiplayer-Spiele. Das war schon immer so und es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Von daher. Ich habe ein Problem. Ich, ich, ähm, ich. ich ich kann mich da nicht mehr auf den Chat konzentrieren. Also ich, ich bin dann eben sehr mit dieser Person ähm, beschäftigt und es gibt ja. nur eine Handvoll Spiele, die mich dann auch wirklich interessieren würden. Zum Beispiel dieses Aufräumspiel. Ich habe niemand, der mit mir dieses Aufräumspiel spielt. Was für ein Cleanup Detail. Wie heißt das? Visceral clean Cleanup Detail. Genau oder wo man diese Tatorte und das Ganze dann aufräumen muss. Ach, und das, das sieht aus wie eine Katastrophe. Das macht halt zu zweit macht das richtig mega Spaß. Da habe ich da habe ich Bock drauf, oder? Das habe ich gesehen, das ist cool. Das, das, hab ist, ich gesehen. das ist richtig lustig, aber ansonsten ich... Ähm ich habe gehört, wir spielen das am Wochenende bei dir? Uh. Oh, schaue ich zu. Uh. Wenn ich sowieso schon bei dir bin, können wir das auch spielen. Mal gucken, ob wir die Zeit für finden. Was? Der Tag hat 24 Stunden, was uh. ist das für so Quatsch? Ja, ja, sehen wir dann. Ja, nun... Ja. Uh. Zeit ist immer. Man aber muss nur welche ist, machen ich habe das gesehen als wir ähm, warhammer gespielt haben. Ne? so in der Vier... Mega, hat mega spaß gemacht. aber ich habe nichts Ein spiel wo ich mich auch konzentrieren musste. ich habe nichts mehr vom chat mitbekommen. und dann musst du dich selber einmal muten, bei denen, damit du mit dem chat wieder reden kannst. und das ist für mich, die äh, nee, mache ich nicht so gerne. Hm. Ich, ich bin ja der solospieler. ich glaube, ich habe ein. Also in den letzten Monaten einmal was mit einer anderen Streamerin zusammen gemacht, aber also die hat, also die war sehr, sehr, oder ist sehr, sehr viel kleiner als ich. Das heißt, die hat viel weniger als Ist die Aktivität 1,40? Ich bin nicht so klein. Der 1,40 ist die Nein, ist nicht, also, oh, wow. <laughs> da werde ich mit sowas aber verarscht. Uh, Nee, die hat halt einfach sehr viel weniger Zuschauer zu dem Zeitpunkt gehabt, dass ich. Deswegen war das nicht so schlimm mit dem Muten oder sowas in die Richtung. Aber auch in dem Bereich ist es mir schon auch aufgefallen, dass das ein bisschen schwierig sein kann, wenn ich bin ein Streamer, der sehr stark auf seinen Chat eingeht und sehr viel versucht zu interagieren. Und wenn das dann halt der andere Streamer auch macht, dann ist das, glaube ich, auch irgendwie sehr schwierig mit dem Muten. Aber ich spiele trotzdem tatsächlich gar nicht so viel Solo. Ähm, ich habe meistens ein oder zwei oder manchmal sogar drei Leute im Teamspeak, maximal drei eigentlich, äh, die ich halt so kenne. Das sind oft Mods, mit denen ich auch Privatzeit verbringe, mit denen ich mich gut verstehe und wo ich halt weiß, die machen auch gut Stimmung mit, wenn ich es allein nicht hinbekomme. Die sind auch lustig drauf und da kann man auch schön plaudern. Zum Beispiel bei Don't Stuff Together, da fasel ich mir selbst, wenn ich allein im Stream sitze, einfach den Mund wund. Das schaffe ich, glaube ich, bei so einem Spiel nicht. Bei der Horizon ging es super gut. Aber bei dem Spiel, da bin ich echt glücklich, dass wir da als Gruppe drin sitzen. Das finde ich viel lustiger, weil das meiner Meinung nach auch ein Spiel ist, das vielleicht nicht so spannend ist zum Zuschauen wie andere, weil es halt nicht so viel Action hat. Und da finde ich es lustiger, wenn es im, im Voice ein bisschen mehr abgeht. Aber sonst mit anderen Streamern mache ich nicht so viel. <laughs> ja. Ich bin du, auch lieber alleine. Ich finde, dass das halt irgendwann wird man zum Einzelgänger. Das ist halt einfach so, weil man redet so viel, man hat seine Geflogenheiten. Also, der einzige, wo ich das wirklich machen kann, ist Fischi. Und ich glaube, da ist das dem Chat auch, glaube ich, scheißegal. Aber ansonsten wird es immer schwierig so. Aber also, Fischi, das mit, mit Fischi ist das wie Pech und Schwefel. Und das ist, als wäre der, der Scheiße und die Fliegen hätten sich gefunden. Und, ähm, nicht alle mögen das, aber ich glaube, an der Stelle, da ist dem Chat das dann wirklich egal. Aber ich habe dabei trotzdem auch ein schlechtes äh, Gewissen. Ich bin auch wirklich lieber alleine für mich. Ja. Das habe ich aber auch. Ähm, ich weiß nicht. Es ist halt immer so, einige möchten ja immer mit, mit gemeinsam irgendwas machen. Und dann sitzt du mir da und dann sagst du so, äh, nee. Eigentlich möchte ich lieber allein sein, so nichts gegen dich, aber äh, das ist nicht so mein Ding. Also es ist auch nicht mein Ding und das merkst du auch nach einer Weile, weil du du hast halt so, du hast deine Begrüßung, die geht stundenlang. Manchmal gibt's so bei mir Zeiten, da bleibe ich mittendrin beim Zocken einfach eine Stunde stehen. Und dann war ich nichts und erzähle einfach mit dem Stream. Und das kannst du halt mit anderen Leuten nicht machen und dann musst du immer... Dann kriegt der eine irgendwie äh, ins Habe und dann der andere. Und, äh. und bei Fischi ist es mittlerweile, also da, deswegen ist das egal. Wir singen einfach für beide so. Das, das, das ist ein Wumpe. Und dann feiern wir das halt und dann ist das Top. Aber so, ich weiß nicht. Das ist halt so... Äh. Mit Stay habe ich das zum Beispiel auch mal gemacht vor kurzem, als er hier war. Und ähm, da, also da merkt man wirklich, und da habe ich das wirklich gemerkt, da treffen wirklich zwei Wölfe aufeinander. Und das, das geht nicht. Das, das, das haut nicht hin, weil jeder fühlt sich in, in dieser Zone. Der, man ist nicht in seiner Komfortzone. Und mir ist das wichtig. Ich muss in meiner Komfortzone sein. Und das, das haut nicht hin so. Also man kann sich mögen und alles, das ist alles cool, aber man ist einfach nicht in seiner, seiner Zone drin, so, in, sein, in seinem eigenen Bereich. Und, und das ist immer ein bisschen schwierig. Da okay. hast du für mich auch den Fehl des Jahres produziert. Wo denn? Was denn? Als er dann weg war und du machst den Stream an. Ich musste so lachen, als man auf einmal die Alerts dann gehört hat. Ach so, ja, das war mega witzig. Ich musste so lachen. Wo kommt <laughs> <laughs> oh das hin? Ja, und die Leute, haben, die Leute sind extra rübergegangen und haben da noch subscribed, und, um das zu machen. Das war mega Hallo, cool. Hallo Ich hab so lachen müssen. Das war ja, echt äh, großartig. Das war wirklich sehr witzig. Ja. Groß, das, <laughs> so, so eine Sachen passieren ja wieder, aber Couch-Game ist gut. Also da hätte ich mal richtig Bock drauf. Also, meine Pude ist ja jetzt ready. Äh, Fernseher steht hier. Du kannst dich bei mir auf die Couch setzen und zocken oder in eine Sitzsäcke. Das könnte ich mir wiederum sehr geil vorstellen. Also völlig ungezwungen, so sich auf die Couch drauf raufballern. Und dann äh, die Stacks in der Hand nehmen und einfach nur rumflitzen und zocken so. Und dabei einfach den Streamer machen und sagen, okay, Leute, heute ist alles so, ihr dürft zugucken, aber wir sind so oder uns. Das, das, das wiederum, das finde ich cool. Das finde ich witzig. ich sollte aber dann trotzdem auf den Chat eingehen, finde ich. Nö. Meinst du nicht? Nö. Es gibt halt, äh, das ist halt so, manchmal gibt es so Tage, wenn man das, wenn man das sagt, so, hey, Leute, sorry, heute nicht, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz nett. Ich glaube, Fischi ist ja. bald hier, vielleicht. Ich glaube, es macht aber auch einen Unterschied, ob man zwei Streamer oder mehr als zwei Streamer hat, die auf einem Channel zusammenzocken mhm. oder ob du mehrere Channel parallel laufen musst. Ja. Weil du hast halt einen Chat, der geht ja schon teilweise ab, sodass du nicht hinterherkommst. Und wenn jetzt du drei Streamer hast und die haben alle drei Chats, und ich kenne das nur bei mir, wo dann teilweise Viewer, die bei beiden gleichzeitig zuschauen, dann auch noch so nett und charmant <laughs> sind und die komplett gleiche Frage in alle drei Chats schreiben. Mhm. Das ist so wow und deswegen finde ich das wesentlich cooler, wenn man dann, wenn man schon mit einem anderen Streamer was macht, dass man sich dann vielleicht das irgendwie ausmacht. An einem Tag macht man es auf dem Channel von der einen Person und auf dem anderen Tag immer auf dem Channel von der anderen Person und dann gehen halt beide zusammen auf den einen Chat ein und bedanken sich dann halt mit für die Subs oder keine Ahnung. Da finde ich das irgendwie cooler, weil mhm. da geht das dann nicht so verloren. So finde ich so, so macht's dann echt Spaß. Mhm. Ich habe mich da nämlich eben gestern noch mit jemandem drüber unterhalten, äh, über, über Couch-Games, aber dann sieht man halt nur einen Streamer oder man hört nur einen Streamer oder das ist halt dann immer schwierig. So, wenn man schon zu zweit spielt auf einer Couch, dann finde ich, sollte man auch beide dann eben sehen, das hören und alles. Geht ich mach bei das geht alles also wunderbar. Ja, doch das auch funktioniert halt ja, so bei nicht auch gut. super gut. Ja. Ja, wir haben, wir haben ein, ein Mikrofon extra noch äh, besorgt. Stefan hat, äh, also ein Stream, zwei Camps. Man sieht ihn und mich. Jeder hat sein eigenes Mikrofon bekommen. Und äh, dann spielen wir zusammen Borderlands und Science World. Und cool. können das ja. dann einfach noch mit dem Stream verbinden, weil wir früher schon privat sehr viel miteinander gezockt haben. No, das ist äh, großartig. Das macht mega viel Spaß. Und Stefan hat halt so eine trockene Art, so... Mm, das <laughs> macht mega viel Spaß. Brustal haben wir so verbracht. Ist gesehen, beides sind grau. <laughs> ja, das ja, erste, was ja, ich, ich gesehen habe im Chat, war: Ist alles okay bei euch beiden? <laughs> ja. Sie zocken zusammen. Es soll nicht okay sein. <laughs> ah, nee, das ist, das ist rot. Das, das macht wirklich Spaß dann. <laughs> Könnt ihr Piraten euch mal vorstellen, ein Pen and Paper Roleplay zu machen auf Twitch? Könnt ihr euch das? Hm. könnt ihr euch das vorstellen, das mal zu machen. Kein Kommentar. <laughs> steht, steht unter NDA. Shh. Shh. NDA. Was ist aus dem Brettergeschmetter geworden? Wurde abgeschafft. Ja, wurde abgeschafft. Waren es nicht einfach so, ja, machen wir demnächst, ne? Jo, tschö. Und dann wurde nie wieder davon gehört. <laughs> Es ist schwierig, wenn man... Ja, es ist schwierig. <laughs> ja, so heißt wohl, Brennergeschmack wurde tatsächlich eingestampft irgendwie. Es ist verschwunden. Mhm. Aber es ist auch, glaube ich, nicht so einfach, kontinuierliche Sachen immer zu planen. Also, äh, jetzt war aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, Schuh war die fünfte Person, die wir angeschrieben haben. Und das auf dem allerletzten Drücke. Also es gibt Wochen... War nur die fünfte mal. Es gibt Wochen nein, Liebes, nein, 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 das ja, nicht. Wir haben ja eine, eine Liste, wo wir durchgehen, wen wir alles nochmal holen. Und ja. äh, das ist manchmal echt nicht einfach, äh, wenn man mit mehreren Leuten zusammen, also ich sag mal, einen Plankenschnack, jede zweite Woche füllen, ist... was äh, ist lustig. Das Schwierige ist eben... Also, in dem Fall zumindest, wir können ja immer nur eine Person anschreiben und die lässt sich dann Zeit mit dem Antworten, auch wenn sie so schon Nein sagt. Und dann dauert halt, dann kriegst du gar keine Antwort, ja, und dann fragst du den zweiten und dann kommt eine Absage, ja, und dann musst du den dritten fragen. Das ist dann halt schwierig immer. Das ist bei solchen Sachen wirklich sehr schwierig da. Also, bei, bei diesen äh, wiederkehrenden Dingen ist das nicht ganz so einfach, das logistisch zu planen. Also, dass das alles da ist und alles ready ist, das geht in in der Stunde, aber also auch Themen ausarbeiten und so, ist alles mit da und das ist beim Brettergeschmetter, ist das genau dasselbe. Also wenn du jetzt äh, kontinuierliche Dinge hast, die nicht nur dich selber betreffen, sondern wo andere Menschen noch involviert sind, musst du a mehr Termine finden, dann musst du das ja auch vorbereiten, das heißt, du musst vorgeplänkel machen. Dann, dann musst du gucken, dass jeder das ready hat, dass du das Formstream Stream hast, weil du willst ja nicht reingehen und unvorbereitet sein, so wie vorhin mit, der, mit dem Pausebild und so. Also, es ist halt nicht ganz so einfach, das zu machen. Und für mich muss ich ganz ehrlich sagen: noch was Festes in, in einer Woche, dann habe ich selber irgendwann keine Zeit mehr zum Spielen. Kommt mir zumindest so vor. Mhm. Und man möchte sich auch nicht zu festlegen, dass man dann so viele feste Dinge hat. Also, so ist es zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr da selber auch feste Dinge habt in eurem eigenen Stream oder. Ich habe heute zugesagt. Sowas äh, festem, da darf ich aber glaube ich noch nicht drüber reden. Ähm, aber ähm, da habe ich äh, Jo, da kommt jetzt noch was Festes mit dazu. Ich versuche seit, ich glaube, Wochen einmal in der Woche kreativ zu streamen und das eben an einem festen Tag zu machen, weil ich sehr viele Leute habe, die einfach. Da nicht zuschauen wollen. Und ich kämpfe momentan einfach tatsächlich ganz oft damit, dass ich dann da sitze und mir denke: oh, Heute würde ich so viel lieber zocken. Ich habe jetzt echt gar keinen Bock auf was Kreatives. Ja. Und das ist dann halt total blöd. Und jetzt bin ich wieder am Überlegen, das abzuschaffen, weil klar, ich kann mich dann hinsetzen und kann dann trotzdem kreativ arbeiten. Aber wenn man halt nicht wirklich so Bock hat und man hätte halt lieber Bock, jetzt was zu spielen, und es war es bei Horizon so spannend, und oh mein Gott. Dann ist das, es ist ja schon so, so schwierig für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage: Oh, okay, ich starte meinen Stream um 19 Uhr und wir fangen mit dem und dem Spiel an. Und danach, wenn es ausgeht, würde ich dann noch ein anderes Spiel spielen. Und dann geht es halt mal nicht aus, weil das Spiel so fesselnd war, und keine Ahnung, und dann spiele ich das, streame ich das Spiel neun stunden. Und dann fangen die Leute, ich weiß, sie machen es nur aus Spaß, aber dann fangen sie an um halb vier und oh, kommt das andere Spiel jetzt noch. Und warum hast du das jetzt nicht gespielt? Und dann sitze ich auch da nicht mehr. Ich werde es einfach nicht mehr ansagen. Ich werde einfach zukünftig nur noch sagen, ihr werdet sehen, was kommt. Richtig aber wenn so. du es nicht einhältst, dann ist sofort, oh, du hast aber auch gesagt. Ich habe gesagt, ich mach's vielleicht. Und ich sehe dann halt auch nicht ein, wenn es gerade Spaß ist. Und, und alle schauen gern zu und es ist lustig. Und alle, die dabei sind, die sind so voll motiviert und die Laune ist super. Warum sollte ich das dann abtöten und sagen, ja, nee, aber ich habe gesagt. Und jetzt machen wir noch mal ganz was ganz anderes. Das, das ist halt für mich dann auch nicht. Ich bin dann doch Streamerin und kein Fernsehprogramm. Und das finde ich cool. <laughs> Ja. ja und das solltest du dir auch jederzeit rausnehmen also es ist wenn wenn du sagst Beispiel ne? ja ja wir, wir häkeln dann und machen und dann sitzt du da und denkst so oh nö irgendwie habe ich heute gar keinen Bock ich würde gerne was zocken jetzt ne dann mhm. einfach machen ich ich mache ja, das eh halt einfach das machen. Hat keinen Sinn. andersrum habe ich es aber auch schon ja ja wir spielen das und dann habe ich am nächsten nächste Woche ich habe so gar keinen Bock da drauf und dann mache ich halt was ganz anderes darum mhm. finde ich solche Planungen allgemein ich finde Planungen schränkt mich ein kreativ zu sein oder Spaß zu haben, dann muss ich. Und wenn dieses, diesen mm. muss, muss, habe ich nicht gerne. Mm. Er, wenn, wenn das jetzt so was ist wie zum Beispiel Backen, wo wir jetzt die ganze Zeit versuchen, das äh, ne, auf vielleicht jeden zweiten Mal im Monat, das ist was anderes, das, das geht dann. Mhm. Aber das kreativ, das, das geht halt acht Stunden, zehn Stunden, tagelang, ne, da bist du ja, schon klar. dran an solchen Dingerchen, das ist so. Ich hatte ja zum Beispiel im, nach dem Jänner hatte ich ein totales Tief. Ich wusste selber nicht, dass das geht. Ich, ich zocke seit, ich glaube, Jahren durch und ich habe. Schon, nach wem? Seit Jahren zocke ich eigentlich. Nein, schon. nein, nein. Ich nach, hatte nach, nach wem? Januar. Entschuldigung, Jänner, Januar, Österreich. Hi. Das heißt bei uns Jänner, nicht Januar. Okay. Ich habe einen Kollegen, der heißt Jänner. Wirklich? <laughs> mit Ä äh oder mit I. Äh, weiß ich nicht. Jänner <laughs> und er kommt. Ich weiß ich nicht, wie der geschrieben wird. Also, im Monat okay. habe ich schon gehört, aber das als Name habe ich noch nie gehört. Jemand Jenner. Jenner. Nein, Jenner kenne ich auch. Der ist ein Mann. Jena. Der heißt nicht Jenner, er heißt Jenner. <laughs> okay. Gut. Türkischer Name. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Kenne ich auch nicht. Aber, aber er stammt aus der Türkei und heißt Jenner. Kann ich auch nicht. Kann okay. Habt ihr Jenner gewusst als Januar? Ja. Ja. Nee. Auch nicht. Danke. So. Das okay. habe ich auch nicht gewusst. Mhm. <lacht> um, <lacht> ich hatte im ähm, so Oktober bis Dezember hatte ich richtig viel gestreamt durchgehend die ganze Zeit. Also ich habe glaube ich teilweise in Wochen mehr gestreamt als geschlafen. Ich war einfach so voll motiviert und, und ja voll cool und wir machen das. Und im Januar nach der Dreamhack hatte ich dann so dieses totale Boah, da wird's drei Monate gefühlt in meinem Leben nichts anderes gemacht als wirklich zu zocken und zwischendrin halt noch Sachen für den Stream zu organisieren. Ich habe ich bin nicht dazu gekommen, meine Freunde zu treffen und keine Ahnung, einfach gar nichts. Und ich hatte so das absolute Tief und ich hatte überhaupt keine Lust auf irgendein Spiel. Und ich saß dann wirklich so ein paar Streams da und habe nur geplaudert mit den Leuten. Und da habe ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, irgendwie, ich, ich war nie so ein reiner Plauderstream. Das mache ich immer am Anfang, aber dann bringe ich immer Game-Content. Und da waren richtig viele Leute da, die gesagt haben: Boah, und wann, und wann spielst du wieder und machst du jetzt Lifestyle-Twitch und warum spielst du nicht? Und das war echt schwierig, weil ich mich ein bisschen dazu zwingen musste zu zocken, weil ich einfach drei Monate nichts anderes gemacht habe. Und man dachte eigentlich, eigentlich will ich eigentlich will ich das Spiel gar nicht starten. Das ist eigentlich so entspannt einfach da zu sitzen, zu plaudern, mit euch irgendwelche Videos zu gucken, von wegen was jetzt da nicht neue Spiele rauskommen und darüber zu philosophieren, was es für Spiele gibt, ohne sie selber zu spielen. Das war echt total skurril. Ich bin eigentlich ein bisschen froh, dass ich da wieder raus bin, aber das war schon echt schwierig, sich da dazu zu zwingen. Ich Weiß nicht, kennt ihr das? Hattet ihr das schon mal? Lass mich ja. nicht dazu zwingen. In, ganz das ist so Tages man weiß halt nie wie die Tagesform morgen ist und es ist wie gesagt es ist kein Sendeprogramm wenn ich anmache und wir reden und reden und dann kommt eins aufs andere und man redet weiter dann gucke ich auf Uhr dann bin ich schon zwei Stunden am Reden dann drei Stunden und dann kommt auch immer wieder die Frage spielst du noch was ja weiß ich weiß ich noch nicht eigentlich wollte ich aber ich bin mich gerade so gut am unterhalten ich will jetzt nicht aufhören ich, ich, ich will mich unterhalten und dann habe ich mich schon fünf Stunden unterhalten und dann habe ich den Stream ausgemacht, weil ich Hunger hatte. Ja, fünf, fünf, sechs, ja. Es war dann halt so, das ist überhaupt gar kein Problem. Und da würde ich mich auch nicht drängen lassen. Wenn du nicht in der Stimmung bist, es bringt keinem was, wenn ich so da sitze. Okay, okay. Muss ich das halt spielen? <laughs> Na, das will keiner sehen. Klar, ja. Ja, das, ist, das sind die Menschen sind ja auch wegen dir da und nicht. Äh, das ist denen egal, was du da spielst oder ob du eben nur redest. Ich habe schon welche gehabt, wo ich das war ein Spiel, aber da war das Spiel dran schuld. Ich bin hab da nicht reingefunden und ich so oh Gott. Oh, ich habe gesagt, ich spiele. Mhm. Nach nach 30 Minuten hat's mich schon so angeschissen, dass der Chat gesagt hat, "Sally, komm mach's aus. Mach mach's aus." Es ist ein großes Spiel, großartiges Spiel, aber mach's aus, ich habe keinen Spaß dran gehabt, dann unterhalte ich mich lieber. Ja, klar. Also ich habe Leute, die bei mir reinkommen, nur zum Anfang, wenn ich quatsche und dann mhm. abschalten, sobald ich zum Spiel wechsle. Mhm. Das habe ich auch, das auch bei mir, ja. Von daher. Du kannst es nicht jedem recht machen. Ja, ich bestätige dass das. Das ist bei mir auch so. Wunderbar. Ja. Hm. Aber es gibt auch Menschen, äh, lieber Partyman, äh, endlich mal was anderes außer basteln ließ man auch also irgendwie man kann es eh nicht eben recht machen ähm, und jeder hat ja immer das jeder, jeder hat so die freie wahl und ähm, ich habe auch tage da will ich einfach drei stunden reden und dann ist das witzig weil wir über gott und die welt reden und dinge erfinden und einfach Lachen und lustig sind und das fett so. Und bei mir ist das halt so, wenn ich ein Spiel dann mache, ist das, als wenn du den Hauptschalter für den Chat umlegst und dann ist <laughs>, tote Hose. Bei anderen, also es ist auch bei, bei anderen St 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 Streams so, da wird übelst viel geschrieben beim, beim Spielen. Bei mir ist das so, okay, der dicke Zock, ab auf der Couch, fährt sie an. Ja, ah, beriesel mich. <laughs> Und ich nutze gern die Zeit und das ist auch das Schöne und deswegen liebe ich meine Community. Wenn wir reden, dann reden wir. Und wenn mhm. wir reden und das dauert noch und wir reden über Themen und also ich breche das immer ab, wenn ich nichts mehr zu reden habe. Wenn das zwei Stunden dauert, wenn das eine halbe Stunde dauert, ja. wenn das 45 Minuten dauert, ist mir egal. Aber solange wir reden, reden wir. Und wenn das sechs Stunden geht, dann dauert das halt sechs Stunden. Und wenn das irgendwem nicht gefällt, dann sage ich dem, kann es rausgehen, wenn er dann noch was sagt, dann bann ich ihn. Ganz einfach. Weil es ist halt ähm, und da musst du dich auch nicht schlecht fühlen. Ähm, Schuh, mach einfach, worauf du Bock hast so. Mach, worauf ja. du Lust hast. Und wenn die Leute, dir auf den Keks gehen, dass du was spielen sollst, dann sagst du oben ist ein X. Wenn sie es nicht drücken wollen, dann drückst du halt bei denen das X. Ganz einfach. Einen Tag war das nach, Entschuldigung, nach den Feiertagen war. Da habe ich angefangen und ich glaube nach 30 Minuten stand der Chat schon. Weißt du, es kam dann so weniger mhm. und dann habe ich gesagt, okay, ja. dann fangen wir jetzt an zu zocken. Es ist halt, wenn, wenn da dann schon nichts mehr. Aber wenn da kommt und kommt und man redet und redet und redet, setzt sich da nicht unter Druck. Wenn du nicht willst, willst du nicht. Ich fände das gerade unglaublich beruhigend, mitzubekommen, dass auch das bei anderen Streamern hin und wieder so ist. Weil die Leute, die ich in meinem Umkreis hatte, ist, hat keinen Bock zu zocken? Was? Und das ist irgendwie super cool, das mal auch von der anderen Seite mhm. zu hören, dass ich nicht die einzige bin. Das ist auch so. Das ist schön. Ja, da fühlt man sich gleich wohler. Also ich meine, bei mir, ich habe immer noch Lust zu spielen. Also was mich wirklich mhm. verwundert, weil ich spiele seit vier Jahren jeden Tag Computer. Jeden, seit vier Jahren. Und ich habe immer noch Lust. Also immer noch so wie am ersten Tag. Ich mhm. habe immer noch sehr viel Leidenschaft dafür. Aber ich habe auch Bock andere Dinge zu machen. Und dann setze ich mich hin und baue zum Beispiel einen Computer. Einfach so, weil ich es kann. Und dann ist mir das auch egal, was die Leute dazu sagen. Ich habe dann halt keine Lust. Also ich habe schon Lust zu spielen, aber das ist jetzt interessanter. Und das müssen Menschen halt akzeptieren. Du musst dich da nicht an. Twitch ist nicht nur Gaming, das müssen Leute erstmal verstehen. Und das ist so die Veränderung, die jetzt kommen. Was? Es gibt Gaming-Talkshows. Äh, voll uninteressant. Und äh, jetzt, du kannst viele Dinge machen. Du kannst halt dich ausleben. Du hast die Mittel und darfst das live übertragen. Und das ist doch super geil. Und das ja. ist doch das ist also, du ja. hast keine Grenze außer die äh, Toss. Und das ist die einzige Grenze, die du hast. Ansonsten, mach doch, was auch immer du willst. Und wenn du fünf Stunden redest, dann tust du das halt einfach. Und wenn du versprochen hast, was anderes zu machen und du hast dazu keine Lust, dann da wiederum muss ich sagen, versprich niemals irgendwas. Ja. Ich habe hab hab mir auch alles auch abgewöhnt, das hat sehr lange gedauert, dank an Herb, der hat mir da so lange Staub, äh, Predigen Predigen über Predigen, lass das, sag das nicht, nein. Ich sag auch nur noch, <laughs> Ich habe zum Beispiel Dinge, die mich super freuen und ich will die unbedingt teilen mit den Menschen. Aber mittlerweile habe ich das so weit runtergebremst, dass ich sage: Sorry, Leute, NDA darf nicht drüber reden. Und das ist immer, das ist sinnvoller, sich, du, du drängst dich ja selber in eine Ecke rein. Also man drängt sich ja in irgendeine Ecke, weil man sagt: Okay, ich mache das, ich mache das und ich mache das. Ich sage, ich mache, also ich, mach, also ich habe damit aufgehört und lebe damit einfach besser. Ich mache das dann einfach. Das ist zum Beispiel sinnvoller, als zu sagen: Ja, ich mache an diesem Tag, mache ich. Jetzt creative. Das bringt dir nichts, weil mhm. es gibt hundertprozentig einen ja, ja. Tag, wo du keinen Bock auf creative hast. Es bringt dir aber schon was. Wenn mhm. die Leute sich darauf einstellen können, dann freuen sie sich drauf. Das bringt es dir. Ja, ja sicher, halt aber du musst Gedanke. halt äh, du musst aber auch in der Lage sein, das jedes ja. Mal zu, äh, zu wollen, ja. Auf jeden Fall, ja. Aber ehrlich gesagt, mittlerweile ist mir aufgefallen, ob ich jetzt gerade will oder nicht, sobald ich den Stream starten Knopf drücke und mit der Sache anfange, ob ich vorher nicht wollte, in dem Moment will ich und dann mache ich einfach. Also ich wollte Mass Effect spielen. Ja. Ich habe Horizon abgeschlossen, ich will, wollte Mass Effect spielen. Und bin im Internet unterwegs und gucken ein bisschen wegen Häkelanleitungen und sehe eine Sonne, die einfach total zugedröhnt aussieht. Gehäkelt mit Wolken und einem Regenbogen dazu. Das ist so untypisch, ich. Hm. Ich habe das Ding gesehen und ich habe gesagt, ich muss das machen. Und dann sitzt du da und den ganzen Tag habe ich nur das, während der Stream läuft, habe ich diese Sonne im Kopf. Und dann muss ich sagen, sag ich, Leute, ich hab da was im Kopf. Ich muss euch das zeigen. Ich will das unbedingt machen. Und ich will das nicht außerhalb vom Stream machen, sondern ich will das mit euch machen. Das ist riesengroß, es wird länger dauern, das Projekt. Ich, ich will das machen. Ich will jetzt kein Messefett spielen. Tut mir leid. Jetzt mache ich gerade eine Sonne. Na, besser gesagt, ich mach Regenbogenstreifen. Aber es macht Spaß. Und es ist voll schön. Also letzte Woche hatte ich mal einen Tag, an dem ich überhaupt keine Lust hatte zu so streamen. Habe ich den Stream ausgelassen. Das fand ich sehr schlecht von dir. Ja, aber ich habe fünf Tage trotzdem die Woche gestreamt. Das finde ich gut von dir. Danke. Darauf wollte ich genau. Überlesst ihr manche Leute im Chat absichtlich oder bildet man sich das als Zuschauer nur ein? Wow. Diese Immer. <laughs> Immer. Am, liebsten, am liebsten die Leute, die ganz oft da sind, damit sie ja nie wiederkommen. <laughs> Kein Scheiß, ich hab Leute, die, wenn sie wieder ihre fünf Minuten haben, ich sie einfach nicht mehr lese. Das sind dann einzelne. Nicht jetzt speziell. Ich überlese natürlich aus Versehen, Leute, sehr häufig wahrscheinlich, wenn ich mir so Wots angucke, weil ich irgendwie was wissen will, ob ich irgendwo was schlecht oder richtig gemacht habe, keine Ahnung. Ähm, gibt verschiedene Gründe und plötzlich sehe ich eine Chatmitteilung, bei der ich überhaupt nicht drauf eingegangen bin. Das weiß ich in dem Moment, wenn ich sie lese. Moment im Stream habe ich sie nicht gelesen. Was war da los? Und ähm, das passiert aus Versehen. Aber es gibt auch Leute, die kommen rein, die sind offensichtlich betrunken auf anderen Dingen und schreiben irgendeinen Mumpitz in den, in den Chat. Aber es sind halt Leute, die normalerweise nüchtern ganz nett sind und die ich schon seit Ewigkeiten kenne. Und dann denke ich mir, ja, Nö, die, kriegen, ich heute. Die, die dürfen bei mir dann auf der stillen Treppe und am nächsten Tag ausgenüchtert wiederkommen. Bei mir also, auch so. das ist so. Und da darf mir auch keiner böse sein. So, Die kriegen dann die. Es ist gut für ihn, gut für mich. Man weiß ja nie, so, gehst auf die stille Treppe. Mir ist aufgefallen, es gibt Farben, die ich nach einer Weile nicht mehr wahrnehme. Ich weiß nur nicht, woran das liegt. War eine Zeit lang, war blau die Farbe, die ich einfach von Namen her oder Violett, die ich eine Zeit lang nicht gelesen habe. Dann haben sich die Leute gelb eingefärbt und auf einmal sticht die wieder raus. Ich, das weiß ich nicht, warum das passiert. Wenn sie häufiger vorkommt. Dabei bin ich so gegen Wechseln von Farben, weil mich das wieder ne, mhm. so bin ich auch nicht gewohnt. Mhm. Aber es gibt Farben, die ich weniger wahrnehme. Das fällt dann dem Chat auf als äh, mir selber. Ja, ich glaube, es war mal blau. Weiß ich Vögelchen musste ihre Farbe wechseln, weil ich sie nicht gelesen habe. Ich, ich, ich habe sie einfach immer übersehen. Seltsam. Es gibt viele, die, aber ich, ich wechsle, also ich mache das nicht mit Absicht. Mal übersehe ich den, mal übersehe ich den. Ich habe schon viermal Hallo gesagt, ehrlich, ich habe dich noch gar nicht gesehen im Chat. Passiert. Aber das also, wenn Absicht. jemand schon viermal Hallo sagt, dann hat er sowieso, äh, dann kriegt er von mir <laughs> im Chat gleich eine Packung Zehwaren geballert. Ich meine, es ist, Leute, das ist, man, auf mir, ich verstehe dieses Aufmerksamkeitsding. Ne? Ich verstehe das. Voll und ganz. Aber wer viermal Hallo sagt, Denk mal drüber nach. Einmal reicht. Also bei, bei, bei mir kann das sein, ich grüße dich nach vier Stunden. Aber ich tue es. Ja. Ich tu's irgendwann, tue ich das. Ich mach's auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Und wenn es nur Hallo sagen ist. Aber viermal Hallo sagen, oh nee. Und zu den Leuten, die ein bisschen angefuselt sind, äh, die, die kriegen gleich einen auf den Deckel. Also, ich überlese, ich persönlich überlese niemanden mit Absicht. Nie. Bei mir ist. Äh, bei mir sind in, in dieser Tat, also wirklich in diesem in Punkt sind alle für mich gleichgestellt. Alle. Und äh, jeder hat die gleiche Priorität und Aufmerksamkeit von mir verdient. Definitiv. Aber es geht manchmal einfach nicht. Also gerade bei, beim Handwerkern, ich, also ich könnte es verstehen, heute haben zum Beispiel, weiß ich genau, vier Leute subscribed, denen habe ich nicht mal Danke gesagt. Die wissen nicht mal, dass ich weiß, dass sie subscribed haben. Aber ich weiß, wenn ich sie das nächste Mal sehe, werde ich mich dafür bedanken. Und das ist halt immer so ein Ding, ähm, man ist halt keine Maschine. So. Und einfach um das zusammenzufassen, man streamt, man liest den Chat, man hat die Alerts und hat vielleicht noch irgendwas anderes im Kopf. Und das kann halt einfach mal passieren. Pas passiert. Also ich mach's definitiv nicht mit Absicht. Nö. Aber wenn jemand darum bettelt, dann kriegt er einen Einlauf. Hm. Also das ist, bei, das ist bei ja. mir ganz klar. Also wenn jemand wirklich eine Aufmerksamkeit bettelt, dann kriegt er direkt. Einen Aufmerksamkeit. Durch. Dann kriegt er wirklich seine Aufmerksamkeit, ja. Aber dann ist er wahrscheinlich auch fünf Monate nicht mehr da, weil er sagt, du bist ein Assi oder sowas. Was mir manchmal passiert ist, dass ich, ähm, ne, so, dann, dann sehe ich die Person und ich rede ganz normal mit ihr, ohne Hallo zu sagen. Und, und irgendwann, so nach, manchmal nach einer halben Stunde, denke ich mir, ich habe dir gar nicht Hallo gesagt, aber ich unterhalte mich damit. Manchmal bin ich mir nicht sicher, habe ich heute schon Hallo gesagt mhm. oder nicht. Mhm. Das ist, das, das passiert mir. Einzige, das passiert ich... mir öfter mal. Also, ich grüße meine Leute teilweise, also eigentlich fast immer mehr sag ich einmal. Das passiert mir eigentlich immer. Ich, hm. ich merke mir das einfach nicht, welche Person ich jetzt heute schon begrüßt habe und welche, äh, wann, was, wie gestern war. Kein Plan. Und dann sage ich immer lieber einmal öfter Hallo. Ich bedanke mich teilweise sogar zweimal für Subscriptions, weil ich mir nicht mehr sicher bin, okay, habe ich jetzt schon oder habe ich es mir nur gedacht? Dann sage ich lieber, das sage ich mal, doppelt hält besser. Ähm, Siehst du, ich auch. <laughs> habe ich mir, hab ich jetzt, hab ich mir das gedacht, dass ich Hallo gesagt ja, habe? Das ist halt wirklich. Oder habe ich Hallo gesagt? Habe ich das jetzt eingeworfen? Mhm. Oh. Und das, was mir auch ganz oft passiert, ist, gerade wenn ich jetzt so Diskussionsrunden habe und können, also gerade wenn mich ein Thema persönlich sehr wie soll ich sagen, wenn mir das sehr wichtig ist, wenn mir das sehr nahe geht und mich das sehr beschäftigt, dann neige ich dazu, ein sehr impulsiver Mensch zu sein und mit sehr viel Energie und Motivation zu reden. Und dann sagen ganz viele schon, komm runter, es ist nichts. Ich bin nicht böse, ich bin einfach nur ein energiegeladener Mensch. Und dann sehe ich so ganz viele Sachen, die im Chat sind und möchte aber noch unbedingt fertig reden, was ich gerade gesagt habe. Und lese halt schon, was jemand geschrieben hat und habe aber so einen langen Monolog. Dass ich danach nicht mehr weiß, war da jetzt noch was, war da jetzt nichts ja. mehr. Das ist nicht böse gemeint, das mache ich nicht absichtlich. Und oft lese ich auch viel mehr Dinge, als ich auch wirklich auf sie eingehe, weil wenn mir jemand dann irgendwie sagt so, ja, das sehe ich voll wie du, dann werde ich mich noch fünfmal sagen, danke, dass du das auch so siehst mhm. wie ich, weil dann dreht sich halt der ganze Stream immer nur im Kreis. Und da wäre ich einfach so dankbar, wenn Leute einfach das dann einfach eine Frage zweimal stellen würden, nicht. Hast du das jetzt absichtlich ignoriert? Hast du meine Frage jetzt nicht gelesen? Sondern einfach <laughs> nochmal die Flag Frage reinschreiben. Mhm. Weil dann ist halt irgendwie so, ja, dann, dann guck doch nochmal oben. Klar, ich ja. werde jetzt für jede einzelne Person nochmal im Chat hochscrollen und das suchen, damit ich noch drei Stunden hinterher bin. Das, das, das kriege ich nicht hin. Das, das geht sich nicht aus, das schaffe ich nicht. Tut mir leid. Bitte einfach nochmal. Das wäre super. Ich Auch beim Spielen das Gleiche. Entschuldigung. Ich bin fertig. Entschuldigung. Ich habe ich hab gerade eine ganz einfache Regel aufgestellt. Wer von yeah. mir keine Aufmerksamkeit kriegen soll, der wird gebannt. Und so ist das eigentlich auch. Wenn ich nicht lesen will, den bann ich. Also könnt ihr ja, euch sicher ich sein, solange ihr in diesem Chat schreiben dürft, mache ich das nicht mit Absicht, dass ich euch überlese. Ganz einfache Regel. Wir haben ja so das eine einfache ja, Regel. Wenn, äh, schon, wenn ja. ich lange ein Spiel spiele, ist das Spiel gut. Wenn ihr noch schreiben ja. dürft... Habe ich euch nicht mit Absicht überlesen. Super einfach, oder? Super einfach. Stimmt schon, ja. Ja, das, ist, oh, das ist auch gut. Kann ich mal was fragen? Das ist auch so eine Sache. Frag doch einfach. Ihr findet danach eh raus. <laughs> ja, es ist, halt, es ist halt wirklich so. Was soll ich denn drauf antworten? Ist das ein Spoiler, wenn ich hmm", hmm sage? Wow. Ja, oh, oh. ja. Mhm. Oh. <laughs> oh. Mach doch mal das. Nein, ich will das wirklich nicht. Aber es war ja nur ein Tipp. Ich weiß, den will ich nicht. Ja, aber es ist ja nur nett gemeint. Schön für dich. Mach's woanders. Ich will's nicht wissen. Oh. Äh, Slabby, machst du uns heute ein Abschlusslied? Echt? Nein. Slabby, komm. Nein. Hey, Lara hat schon gesungen. Es ist 22.48 Uhr. Weißt du, wie laut ich singe? Oh, nee, nicht singen. Kannst du klampfen? Darfst du das noch? Auch nicht. Okay. Slabby, tust du mir einen Gefallen? Ja. Nimmst du morgen ein, ein Audio auf und schickst das raus? Schaffst du das noch irgendwann zwischendurch? Was denn? Was auf dem Handy, denn? Twitter raus. Ja, aber was willst du haben? Irgendwas. Wie irgendwas. Na, irgendein Lied. Irgend Abschlusslied. Ja. Man spielt einfach irgendwas, nimm das auf, schick mir das bei Twitter <laughs> und dann schick ich das raus, du Arsch. Als Warum ich denn nicht einfach die Aufnahme von Freitag zuschicken lassen? Weil du das jetzt in diesem T-Shirt spielen musst, dass wir das hinten ranschneiden können und sagen, Slappy hat ein Abschlusslied gemacht. Jetzt, yeah, jetzt, will ich ihn, jetzt will ich ihm mal was Gutes tun und dann, oh, wieso soll ich, ich nimm doch die Aufnahme von Freitag? Also, pff, meinst du, spiele jetzt hier nochmal extra die Klampe bloß, weil du mich gefragt hast? Also, oh, ich weiß nicht. Chat, Chat, da draußen. Wenn Slapsticker das nächste Mal streamt oder auch bei Twitter, ihr dürft ihn jetzt belästigen. Und zwar nach oh. Strich und Faden. Belästigt, Belästigt Slapsticker, dass er bitte morgen sein Ding aufnimmt? Und mir das zukommen lässt. Oder das nimmt sie. Mein, mein, mein ja, Ding kann ich möchte dir sofort du aufnehmen und jetzt auf. Ich möchte, zuschicken, wenn ich du möchte dagegen also, jetzt protestieren. Warte. warte. Kickse, guck Kamera ist schon an, da. Ich, nimm dein Ding auf und schicke es ihm. So, warte. Okay. Fertig. Hast einen kleinen Zylinder? Äh, warte, nee. Warum nicht? Ich habe hab, hab einen großen Zylinder. Oh, wow. Wieso, damit die äh, Bälle noch mal reinpassen? der ja. <laughs> Ach, alles unter einen Hut oder wie? <laughs> Guck mal, ich bin Zauberer. <laughs> ich meine, ich verstehe das ja, wenn du hast ja jetzt auch einen kleinen Mann im Haus, nicht? Ja, eben. Das meine ich. Ja, morgen. Morgen, Slappy. Ich bestehe darauf. Ich nagel dich jetzt hier im Stream fest. Mark my words, ich hebe die Hand und schwöre, warte. Ich warte. Dafür steht er jetzt wirklich auf? Wow. <laughs> ich schwöre hoch und heilig auf dem Duden, dass morgen Herr Slapsticker mir HCTC bei Twitter ein Abschlusslied für den Plankenschnack schicken muss. Krüppelschilde ist. Wenn mein er das nicht tut, Säuge. wird das Konsequenzen haben. <laughs> Machen die das öfter? Alles gut. Hashtag ja, Song ja. from Slabby, it is bei Twitter. Let's go. Mm -hmm. Hast das du noch eine st Frage? Streamst du morgen, Slabby? Ich stream morgen. Ja. Yeah? Hashtag, ihr ja, wisst Bescheid leider. bei Slabby. <laughs> leider, ja. <Yeah? lacht> mm -hmm. Ich mach dich fertig. <laughs> ich mach dich <laughs> so fertig. Ey. Äh, ja, wir haben noch eine Frage, aber dann würde ich auch sagen, ist die letzte, weil wir gehen ja schon auf elf zu, bis wir dann fertig sind okay. und so. Ja. Mhm. Ist okay. Alright. Äh, wie steht ihr zu aktiven Subs etc. die sich so sehr engagieren, dass sie den Stream schon fast vereinnahmen? <laughs> oh, da habe ich wen. <laughs> hatte, als ich zum Streamen angefangen habe. Ich hatte, als ich zum Streamen angefangen habe, da war ich wirklich so ganz am Anfang, hatte ich in meinem Stream äh, eine Moderatorin die also es ist kein Sub, aber es war halt eine Moderatorin, die selbst auch versucht hat zu streamen, bei ihr hat es aber nicht so gut funktioniert wie bei mir und die dann versucht hat, all ihre Ideen, die sie für ihren Stream hatte, in meinen Stream umzusetzen. Sie hat dann plötzlich ihre eigenen Regeln bei mir im Chat umgesetzt und hat dann angefangen, Fragen zu beantworten, die Leute mir gestellt haben, anders zu beantworten, als ich sie beantwortet hätte und da habe ich dann immer gesagt so hey das ist voll lieb, dass du mich so unterstützen möchtest. Das ist echt super nett. Aber ich hätte gern bei meinem Stream auch noch ein bisschen mal selber mitzureden. Und es hat die, das, das, das ging gar nicht. Und das ist dann darin geändert, dass ich sie entmoddet habe und sie, glaube ich, seitdem kein einziges Mal mehr auf meinem Stream aufgetaucht ist. Ich finde das immer sehr nett, wenn Menschen sagen: Hey, ich würde dir deine, sozusagen die Hilfe anbieten. Aber ich bin trotzdem eher ein Verfechter von. Ich frage gerade bei Sachen mit meinem Stream, frage ich lieber nach Hilfe, als dass ich gerne habe, dass mir Hilfe angeboten wird, weil bei einer gewissen Größe von Stream bieten es dir dann so viele Leute an und dann kommen so viele Menschen, die sagen und da und das und das und jenes, dass ich das dann ganz schnell einfach als zu viel empfinde. Und das ist, mein Stream ist für mich irgendwie so mein kleines Baby, das, was ich geschafft habe, was ich aufgebaut habe, wo ich einfach in den letzten zweieinhalb Jahren. So viel Zeit investiert habe und alles drum und dran, und das gebe ich einfach nicht gern aus meiner Hand. Und ich mag das gar nicht, wenn Leute da irgendwie versuchen reinzureden oder ohne mein Mitwollen da richtig aktiv versuchen, Content mitzuwecken. Ideen immer gerne, aber nicht umsetzen. Ja. Übrigens, gute Idee: Das Lied, was ich spielen werde, ist Don't cry for me, hat dizzy. Geil, <laughs> finde ich gut. Ah. Endlich mal ein Love Song für mich. Ich werde ja auch einen singen. <laughs> uh. ähm, ich persönlich muss sagen, ich mag es, wenn sich Leute engagieren im Chat. Am meisten mag ich es, wenn sie nett sind und wenn ich sie gern habe. Ähm, aber das sind die meisten. Von daher, wenn jemand jetzt wirklich so viel schreibt, dass er den Chat vereinnahmt, dann habe ich halt viel zu lesen und viel, worüber ich, worauf ich eingehen kann. Und dann finde ich das nicht so schlimm. Wenn diese Sachen halt fragwürdig sind oder nutzlos oder also sinnlos, dann okay. Aber das sind dann andere Probleme, nicht die Vereinnahmung. Die Vereinnahmung an sich stört mich jetzt weniger, muss ich sagen. Wenn jemand gerade irgendwie Redebedürfnis hat und mich das auch interessiert und das ähm, in einen Chat gehört, dann soll er das loswerden. Wenn es jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Krankheiten sind oder dass es ihm ganz schlecht geht, dann sollte man es nicht übertreiben, weil ähm, der Chat ist kein Beichtstuhl und auch kein, ähm, kein, kein Patientenzimmer, sondern ähm, der ist für alle da. Und wenn dann jemand von seinem Problem die ganze Zeit berichtet, dann fühlen sich andere halt ein bisschen gestört. Und das ist dann immer das Problem. So, wisst ihr, was ich meine? Außerdem sollte man nie immer alles glauben, was im Internet passiert. So was, was alles für Krankheiten schon gab und schreckliche Dinge. Ähm, nur weil die Leute gerade ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Aber also schreibe ich ab. Ähm, ich habe das Problem nicht. Ich habe keine überengagierten Menschen. Da gibt's. Ich habe einen überengagierten Menschen, der nennt sich Zelinski, Sven. Und das ist äh, ein professioneller Hitman und der lässt die Leute einfach verschwinden. Der verdammt gut aussieht im Anzug. Dann sind sie einfach weg. Das Aber ich, 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 ich habe das nicht. Ich, also ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass meine Community weitaus älter ist als andere Communities, vermutlich glaube ich zumindest. Oder davon gibt es zumindest nicht viele. Äh, habe ich das Problem einfach nicht, dass Leute da irgendwie nach Aufmerksamkeit lächzen oder so. Und wenn sie nach Aufmerksamkeit lächzen, dann gibt es auf den Deckel. Und wenn das nicht reicht, dann wird es gebannt so. Und äh, überengagiert, also ich sag mal, bei 115 Mods, äh, pff, ja, da kann jeder engagiert sein. Ich habe einen sehr engagierten Mod, zwei, drei, sehr, sehr engagierte Mods, äh, Blau Doggy, Askodon und Herr Doktor, die sind im Chat sehr engagiert und da bin ich auch froh drüber. Und dann habe ich aber im Hintergrund, wobei hat auch mittlerweile und da sind aber auch genug noch im Hintergrund, die auch noch drücken können, wenn sie das wollen, aber die haben vorher halt schon genug geschrieben. Es ist halt bei vier Jahren so eine Sache, man hat dann irgendwann keinen Bock mehr auf die Visage und ich kann das auch verstehen. Und äh, das, ich habe, also, nee. Bei mir sind alle engagiert, habe ich das Gefühl, der ganze Chat hat Bock so. Und davon, dann sind wir ja alle überengagiert. Ich bin ja auch überengagiert. Immer. Von daher, also ich kenne das Problem nicht so. Nee. Ja, ich auch nicht. Deshalb sage ich dazu jetzt gerade gar nicht so viel. Überengagiert. Ich hatte mal einen Mod, der war überengagiert. Der ist jetzt nicht mehr da. Hat sich <laughs> ausengagiert. Ja, der, 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 das war dann so. Der, der ist nicht mehr Nein, da. Nie. Svenny, danke. Palamogulis. <laughs> um, nö. Was ich nicht mag, ist, aber ich weiß nicht, ob das da mit rein zählt, ist, wenn die Leute ähm, immer nur zwei oder ein Wort schreiben und nacheinander oder zwei Wörter Och, schreiben und dann kommt das, nächste und das, oh. nächste und das nächste und das nächste Dann sag oh. ich dann, sei hallo, soll man einen Gang runterschalten und oh. bitte mal einen ganzen Satz oder das lassen. Und so. das, das kann ich nicht leiden. Du, das mich <laughs> doch deinen Satz zu Ende und schreibt einen ganzen. Muss das denn so sein? Da kriege ich nicht. Das mag ich nicht. Aber ansonsten... Also da würde ich mich ja beschweren, dass, da, dass die sich im Chat unterhalten. Sich... Das geht auch in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mitbekommen habt. Bei mir sind manchmal Leute dabei... Ich freue mich übelst, wenn irgendwie lange, große Texte zum Beispiel über Spiele oder so geschrieben werden, wo die Texte so lang sind... Das Twitch, die nicht postet. Ich habe keine <laughs> Ahnung, was man da für eine Meldung bekommt. Aber die landen nicht im Chat. Und die Leute posten das dann anscheinend drei, vier, fünf Mal. Und dann kommt es, hey, warum reagierst du nicht auf meinen, auf meinen Text? Hm. ich da ist nichts. Da ist nichts. Ja, aber ich habe es gepostet viermal. Ja, guck doch mal nachher. Ja, bei mir steht Ja, bei mir nicht. Und dann muss ich sie mal drauf auffordern, teilt es doch bitte in zwei Teile. Bitte. Ich nicht. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, was die Maximalzeichen pro Nachricht sind. Keine Ahnung. <laughs> ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall nicht Roman. Also Roman ist nicht erlaubt. Ich, ich weiß nicht, wie viel erlaubt. Ich glaube beim Mobot oder so, da konnte man das einstellen, irgendwie 50 ja. Wörter oder sowas. Aber was von Twitch selber nicht geht, weiß ich nicht. Hm. Wüsste ich auch nicht. Da das, steht da. das, sind, das sind aber auch so Dinge, ja, da muss man. Meh. Es ja, ist, halt, ist, ist, wie es wie ist, ne? Dann bin ich ein wenig 430. Wir, wir, wir haben die Frage schon richtig verstanden gehabt, oder? Ja ja, 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 ja. Die Frage war schon, wir haben die Frage richtig beantwortet. Okay. Ich würde, ähm, ich wollte nur hören, ob noch einer was, was kommt, weil wenn wir jetzt zum Ende kommen, dann. Ja? Nee, nee, ich, ich wollte nur noch mal. Okay. Nee, alles gut. Nee, wir haben ja noch den äh, Streamer der Woche. Streamer hm. Content Creator. Content Creator der Woche. Äh, Schuh, du hast ja. das Schlusswort. Ich sag's jetzt nur: du, Wir sagen nachher alle Tschüss. Also meistens fange ich an, schüß zu sagen, dann Slabby und dann Sali und du hast das Schlusswort nachher. Und was muss ich da machen? Tschüss sagen. Du schließt den Als Plankenschnack. Du. ja. Du schließt ihn. Warum mache ich das? Weil das immer unsere Gäste machen. Oh, okay. Unsere gut. Gäste schließen den Plan. Habe ich zwei Versuche? Ja. ja. Du hast drei. Du <laughs> kannst auch meinetwegen drei machen. Wir haben noch ein bisschen Luft nach hinten. Okay, also ein bisschen gut, Zeit haben wir gut, noch. Das beruhigt mich. Ähm, ich würde anfangen mit dem Stream der Woche, weil ich habe meinen gerade auf. Ich würde einfach die Liste durchgehen. Ist das okay? Ja? ja sicher. Okay, dann äh, ich habe mir Break rausgesucht als äh, Streamer der Woche. Hier steht nicht mal die URL drin. Und Break streamt auch gerade selber nicht, weil er jemanden hostet. Äh, Break hat äh, habe ich kennengelernt durch ähm, äh, Player Noons Battleground. Es ist, äh, ich weiß gar nicht. Er kommt von der Insel auf jeden Fall. Ähm, wo genau kann ich euch gar nicht sagen. Aber er hat äh, einen inseligen Akzent, also Großbritannien. Und ist ein super netter Typ ist ein bisschen also hat auch äh, redet so ein bisschen frei Schnauze und hat richtig was drauf in dem Spiel und er ist ein netter Zeitgenosse also ich gucke ihn mir sehr gerne abends immer mal an und kann den euch eigentlich nur äh, wärmstens empfehlen steht im, äh, im Chat drinne ähm, ich glaube als nächstes wäre Sali ja ich habe Sali offen ich habe die Pixel Maniacs uh. die sind so wunderbar ich hatte ja schon das Vergnügen, öfter mit ihnen äh, privat zu sprechen, und die machen da heute mit bei diesem äh, Lu -dum -der? Dum Ludum der. De Ludum der. Mein -dum der. Meine der. Und ähm, die, die kreieren gerade ein, ein Spiel. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um einen Fahrstuhl, in dem man einsteigt und der Anzüglichkeiten von sich lässt. Also es ist, äh, es klingt schon spannend. Ich bin äh, gespannt, was da draus wird. Und die sind ganz wunderbar. Die sind jetzt, glaube ich, seit zwei Tagen am Stream. Die haben drei Tage dafür Zeit, oder? 72 Stunden, um dieses Spiel fertig zu bekommen. Und das machen die live im Stream. Momentan. Ich glaube, mittwochs haben sie auch noch so einen so so, so morgens so, so News und sowas, was äh, passiert ist äh, in, in die neuesten Sachen halt über Games und sonstige Sachen. Also bei den Pixel Maniacs reinschauen, Follow da lassen. Die sind wirklich ganz, ganz wunderbar. Perfekter Einblick in die in die Entwicklung. Ja. Direkt auf Twitch. Also im Prinzip das, wofür Twitch gemacht worden ist. Oh. Meine Streamer. Dabei. Ich krieg gerade die Panik. Meine Katze läuft über alle Tastaturen drüber <laughs> und das kann alles sein. Entschu Entschuldigung, Leute. Katze gibt da noch meinen Daumen of Approval. Oh, hier <laughs> wurden eingestampft. Oh. Oh. Wartet, wartet mal kurz, Leute. Ich muss eben mal so machen, weil ich nicht weiß, was im nächsten Fenster euer siehste Oh Gott, Twitch, please, wenn ihr mich hört, macht das bitte nicht, dass diese Whisper-Fenster immer und überall in jedem Tab aufgehen. Bitte. Wenn man nämlich in der App schreibt, dann sind die in jedem Tab sind die offen und dann muss man die in jedem Tab wieder zumachen. Jetzt sind bei mir, weil ich gewiss habe zwischendurch überall die Tabs offen. Entschuldigung. Aber jetzt kannst du, Schuh, bitte. Gut, dann äh, mein Streamer der Woche, den kenne ich eigentlich von äh, Facebook ursprünglich. Ist, der heißt Zeno PNG, glaube ich auf Twitch. Um, das ist eigentlich ein Fotograf. Der auch Bilder bearbeitet natürlich, klar, Fotograf, haha. Und ich habe den durch Cosplay-Fotografie tatsächlich gefunden. Und der hat angefangen, jetzt auch auf Twitch äh, zu streamen, wie er die Bilder bearbeitet. Er hat auch ein wirklich on-stream ein Shooting gemacht, wo er gezeigt hat, wie er das alles macht. Und danach eben ist er auf Fragen eingegangen und hat halt gezeigt, wie, wie was nachbelichtet, nachbearbeitet wird, wie das funktioniert. Und das finde ich ziemlich cool, dass der da so kreativ arbeitet und hin und wieder zockt er auch was. Und ja, das finde ich super. Man muss <laughs> übrigens dazu sagen, äh, dass dort jemand anderes streamt und man das es nicht mehr wegmachen ja. kann. Genau, ja, der, der hostet gerade jemanden. Ja, das kann man leider nicht wegmachen. Deswegen. Kannst du nicht auf Pause drücken? Ja, aber das bringt, glaube ich, nichts, oder? Wenn ich auf Pause drücke, dann ist immer noch genau. der andere Channel da. Oder auf Videos gehen und eins seiner Videos anmachen. Ich, ja. Ich Wäre jetzt nicht klugscheißen. Ja, hätte, hätte, hätte man machen können. Hätte, hätte Fahrrad ja, aber Fahrrad aber Gute Idee fürs nächste gesehen, Mal. Gute Idee fürs ja. nächste Mal, stimmt. wollte ja. ich gerade sagen, es ist eine sehr gute Idee fürs nächste Mal. Das hast du sehr gut gemacht, Slabby. Ich höre den Stift sich nicht bewegen, die sie. Wieso? Du bist doch mein Stift. Ich, ach so, ja. <laughs> ich habe schon wieder was ganz anderes gedacht. Zylinder, aber, Zylinder. Wow. Aber Slabby, du hast auch noch jemanden da. Wow. Ja. Ich habe ähm, YouTube. Wer? Naja, nicht wirklich. Ähm. Ich habe eine Doku-Reihe quasi auf YouTube auf jeden Fall. Also, es ist ein Content-Creator, ein Englischsprachiger. Die machen ähm, Dokus zum Thema Videospiele. Sehr, sehr gute. Also, extremst gute, ähm, hohe Qualität in ihrem äh, Production-Value quasi. Äh, die haben bis jetzt, glaube ich, drei Serien rausgebracht: Doku-Serien finanzieren sich über, über, über Patreon. Ähm, die erste Serie ging halt um Rocket League. Äh, die, da habe ich die noch nicht geguckt. Das war, da weiß ich auch nicht. Ich interessiere mich auch nicht so viel für Rocket League. Ich schätze mal einfach, ähm, wo Rocket League überhaupt herkam und solche Geschichten, so Hintergrundinformationen. Äh, die zweite ging um Doom. Da haben sie ganz viele ähm, Interviews mit den Entwicklern, also für das neue Doom von 2016 eben ähm, interviewt, gezeigt, wie das Spiel gemacht worden ist. Da gibt es zum Beispiel ein sehr interessantes Interview, soweit ich weiß, mit dem ähm, Hilf mir die Sie mit dem Komponisten Mick Gordon. Mick Gordon, genau, zum Beispiel. Äh, auch sehr interessant. Und jetzt, was ich für mich persönlich am interessantesten fand, war die letzte Serie. Die ging nämlich über äh, die Indie-Szene. Da haben sie nämlich über Spelunky, The Witness und eben Frog Fractions, wo wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen hatten, ähm, halt eine, eine doku -Reihe gemacht haben, wo sie einmal ähm, erstmal nur die ganze Serie vorgestellt haben und dann wirklich auf die einzelnen äh, Spiele eingegangen sind. Zum Beispiel bei Witness gibt es ein. Äh, wie lang ist das 50-minütiges Interview wirklich mit dem mit dem ähm, Jonathan Blow, der das eben entwickelt hat und bei Spelunky genauso? Da, die gehen wirklich aufs kleinste Detail, erzählen, wo die äh, Entwickler herkommen ähm, und wo wa warum dieses Spiel überhaupt entstanden ist. Also wirklich wirklich, du, du weißt im Prinzip am Ende die ganze Lebensgeschichte von dem Entwickler und warum dieses Spiel überhaupt existiert, so wie es da ist. Ähm, sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Die nächste ähm, Serie ist auch schon bekannt, weil die äh, in die Serie wurde jetzt beendet. Die wird nämlich über Final Fantasy XIV, also das Online Final Fantasy, handeln. Ähm, für den einen oder anderen vielleicht auch interessant. Für mich jetzt nicht so, aber kann ich echt nur empfehlen. Sind sehr, sehr, sehr gute Dokus. Schön. Nice. Schön war's. Jo. Ja. Tschüss. Schön mit Ö, ciao. So, Schlusswort. Oh, <laughs> Schlusswort. Nee. Danke schön. For... Nein. Aber nein, ich schmeiß mich. Oh mein Gott, das muss ich nochmal machen. Ja, du hast zwei Versuche gehabt. Dein erster ist weg. Oh wow. Du hast nur noch einen. Dein ja. erster ist weg. Oh mein Gott. <laughs> Alrighty, Leute. Ähm. Um, Verzeiht die Probleme regietechnisch, weil ich mach das gerade alles nebenbei, also diesmal mehr als wieder nur eine Sache. Verzeiht, dass das mit dem Audio nicht hingehauen hat und zwischendurch ein, zwei Probleme sind, aber ich denke, das war jetzt nicht weltbewegend. Ich gelobe Besserung. Okay, auch mit den Host. Ich gelobe Besserung. Es tut mir leid, aber der Fotograf hat noch gestreamt. Vorhin. Vor zehn Minuten. I'm sorry. Nur gut. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm auch wenn es vielleicht ein bisschen, wie das Internet immer sagt, salzig war. Ich sage dazu, man hat mal die Wahrheit ausgesprochen. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt und auch zugesehen habt. Vielen lieben Dank, Schuh, dass du da warst heute und so kurzfristig mit einspringen konntest. Äh, ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß und es war informativ für euch. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder zum Plankenschnack, glaube ich. Da kam nichts dazwischen. Oder? Ich weiß nicht. Irgendwann ist Pfingsten. Pfingsten. <laughs> Ist das in Pfingsten? Zwei Wochen? Nee. 7. Mm -mm. Mai. Ah, dann ist ja noch nicht so Alles schlimm. Alles gut. Ähm, Dankeschön auch an alle Leute, die den Podcast, den Broadcast, den Podcast gehört haben, was auch immer. Dankeschön an, an Sali und Slabby für die Vorbereitung und die Leute, die hinter der Kamera gearbeitet haben. Das sind ja nicht nur noch wir drei, da sind schon mehr Leute dabei. Thank you very much. Lasst euch gut gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, gehabt euch wohl und denkt immer dran, ich habe euch lieb. Mm. Also Außer ihr seid gebannt Außer ihr seid gebannt <laughs> Danke ähm, von mir auch äh, An Joka auf jeden Fall Dass du so kurzfristig quasi Eingesprungen bist War schön, dass du da warst ähm, Schön dich auch kennenzulernen Auch wenn wir glaube ich schon die Hände geschüttelt haben Auf der Dreamhack Aber äh, ja Echt? ich meine Zumindest Ich glaube nicht ich hab dich gesehen. Glaub nicht. Das zählt auch. Ja. ja. Das, das, ist das, so Frage, das ist wie Händeschütteln. Hast du mir die <laughs> auch gesehen oder hast du, du Weiß ich gesehen? nicht. Und unter welchen Umständen ist das. Es <laughs> 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 war auf jeden Fall nicht bei der Banane. <laughs> nee. nee, da war es nicht tatsächlich. Aber ich saß ja viel eigentlich hinter der Twitch-Bühne. Also. Und da ja, hab gut, ich, dich, ich dann, gesehen. Gut, das kann sein. <laughs> Äh, ja, danke, ähm, danke an, an ähm, euch andere beide, die ihr hier wart, die sie vor allen Dingen fürs ähm, Regisieren. Ähm, sagt man das? Nein. Regie führen. Übertragung starten. <lacht> <lacht> Genau, für, den, für das Drücken des Knopfes. Ähm, danke an alle Zuschauer natürlich, dass ihr euch so rege am Chat und im, bei Twitter ähm, beteiligt habt. An all die Leute natürlich, die, die sie schon genannt hat, im Hintergrund. Und ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf in zwei Wochen. Ja, es war wunderbar, Joka. Schön, dass du da warst. Das ganze andere wiederhole ich jetzt nicht noch einmal. Das wurde schon zweimal gesagt. Ja, danke schön. Es war wunderbar. Ich hoffe, dass dieser Stream heute, dieser Blankenschnack bei euch, ein gutes Geschmäckli hinterlassen hat und äh, ihr Spaß hattet. Wir sehen uns. Ich werde zwei neue E-Mails haben bald. <laughs> Geschmack ist zu lang in Mit einem. Ich verstehe das Vielleicht schon. mache ich ja, Geschmä ja. und dann okay. Kle als zweites Mach für die 25. G'schmäh. Und dann können beide <lacht> Geschmäckle. <lacht> in Schweizerdeutsch tönt das schöner. Geschmäckli. Um, ich hoffe, ihr hattet uh, Freude. Ich fand es heute großartig. Und um, ich freue mich, in zwei Wochen euch wiederzusehen. Habt eine tolle Woche. Ja, kann ich's noch mal ich es nochmal verhauen? Ich habe es schon einmal geschafft. Yay! Äh, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich echt mega gefreut. Es hat super viel Spaß gemacht, hier äh, mit euch heute zu plaudern. Es war echt super cool. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr habt einen super tollen Start in, den, in die nächste Woche, weil morgen ist schon wieder Montag und der Countdown geht bis zum nächsten Wochenende. Tschüss. Ciao, jetzt nochmal Wink am Ende. Tschüss. Tschüss. Auf ich muss den Knopf drücken. Ich muss alles machen. Jetzt noch. Hallo. Screenshot. Tschüss. Oh Gott, ich muss hier. Oh Gott, ich Tschüss. Okay. <laughs>